Ladies and Gentlemen, wir präsentieren Folge 2 Seven vs. Wild Wolfsgebiet. Viele von euch warten drauf, wir gehen jetzt gemeinsam rein, schauen uns die Folge an. Ich bin mega gespannt, wir haben es noch nicht gesehen, ja. Wir haben noch keine Folge gesehen. Ihr könnt mir vorstellen, du hast einen kleinen Verdacht, oder? Ich habe einen kleinen Verdacht, ich wurde auf Instagram so oft markiert die letzten Stunden und letzter Zeit in einer Szene, wo Knossi und ich uns gegenüberstehen und ich bin gespannt, ob das jetzt in dieser Folge passieren wird. Ich kann mich noch vage daran erinnern, dass wir das gemacht haben, aber wie das genau abgelaufen ist, was da los war, ich freue mich jetzt so da reinzugehen. Ich bin gespannt. Und ihr müsst wissen, gleich vorweg, Freunde, bitte. Knossi und ich, wir haben versucht, unser Mindset so zu setzen, ja, dass wir unser Bestes natürlich geben, aber optimistisch daran zu gehen. Versuchen einfach das Beste aus der Situation zu machen. Weil wenn man Knossi und mich in einen Raum wirft, dann schaukeln wir uns natürlich gegenseitig hoch. Ey, es ist wie wenn ihr mit eurem besten Freund draußen seid, dann würdet ihr auch laut die ganze Zeit Spaß haben. Das hört sich jetzt an, als müsstest du dich für irgendwas rechtfertigen oder entschuldigen. Ich bin immer gespannt, was da passiert. Rechtfertigen, entschuldigen? Nein, ich will damit nur sagen, ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Aber was ich sagen will ist, ihr müsst da reingehen bei Knossi und mir, indem ihr euch vorstellt, als würdet ihr mit deinem besten Freund da draußen sein. Weil genau so hat es sich angefühlt. Und das will ich einfach, dass gesagt haben, damit ihr das besser nachvollziehen könnt, wie Knossi und ich in den kommenden Folgen oder in der ganzen Staffel eben auftreten. Okay. Weil es genau so war einfach. Es ist unglaublich. Aber okay, jetzt geht's los, Freunde. Lehnt euch zurück. Wir starten rein. Tag 1, 4:30. Okay, bei wem geht's los? Bei Fritz und Marlin. Beim Cliffhanger. Genau, beim Cliffhanger. Was haben die gefunden? Totes Tier, Achtung. Triggerwarnung. Digga, war ich nicht verarschen. Ich sehe nix. Ja nicht. Alter. Das ist ein. Was ist ein Vogel oder sowas gewesen? Ach so. Ja, guck mal hier. Die langen. Ich habe es von den Federn hier. Ja, ja. Hier. Da vorne ist der Schädel, ganz vorne. Ja. Und das war kein kleiner Vogel. Alter, das war ein richtiges. War das ein Seeart? Ja, was ist denn das für ein Vogel? Aber das ist ja kein zerfetztes Tier, das ist einfach ein Skelett, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kann doch einfach gestorben sein, weil es einfach verhungert ist. Ja, stimmt. Stimmt, brauchen wir jetzt nicht überdramatisieren. Aber es ist interessant trotzdem. Aber was ist denn das für ein Vogel? Vielleicht ist das der Adler? Ein Zaurus Rex, irgend so. So ein Weißkopfseeadler. Na, das kann sein. Aber ist der so groß? Sie erinnert mich eher ist so an so. Riesen. Kennst du von den Dinosaurierfilmen noch, die Riesenvögel? Kuckuck. Ja, die wenn's das jetzt Vögel. Weißt, nein, ich weiß nicht, wie du hast. Nein, du nicht so. Flugsaurier. Du nicht so, als Flugsaurier. Das wissen. Flugsaurier. Den lateinischen Begriff. Flugsaurier. Ja, ja. Holy shit. Ah ja. Alter. Boah, da haben sich einfach einen Adler. Weißkopf! Ja. So ein Gäber. Weißkopfseeadler sind nach dem kalifornischen Kondor die größten Greifvögel Nordamerikas. Ihre Körperlänge beträgt 70 bis 90 cm, die Flügelspannweite 1,80 bis 2 Meter und das Gewicht 2,5 bis 6 Kilo. Pterodactylus. Den habe ich gemeint. Ja. Ja, Martin, wie der Martin schaut. Der ist fertig mit der Welt. Der ist fertig mit der Welt. Ja, das ist ein Seeadler. Komplett cool, hier. Ha, cool. Ich glaube auch nicht, dass der hier reingeflogen ist. In diesem. Ja, cool, aber ich habe echt gedacht, da ist ein Wolf zerfetzt oder so irgendwas. Ja, ich habe mir jetzt doch vielleicht so ein Reh. Ja, so Reh. Ja, Reh oder stimmt, so. Vom Reh her. Aber trotzdem sehr spannend, sowas zu finden. Ein Skelett vom Weißkopfseeadler. Ist cool, ja. Und dann natürlich gestorben ist. Alter, lecko mio. Lecko mio. Leckosch. Also langsam entwickelt sich das Wissen zum Horrorfilm hier. Wir sind fertig. Ja. Wir kommen in der Realisationsphase. Ich krieg gerade so einen Krampf im Magen. Oh, Martin, ich sage euch jetzt mal was vorhin unter uns. Martin, ja, ist ein super sympathischer Dude. Und jetzt kommt auch kein Aber, es kommt ein Und. Und er ist sehr sensibel, was ja was Gutes ist. Er kann Gefühle zeigen, er lässt Gefühle zu. Da ist sein Magen immer sofort, kurz vor der Aussetzung auch, hat er gekotzt, als es hieß, ja, vielleicht wird das Ganze nichts. Ja, er muss kotzen, hat richtig gekotzt, liegt am Boden. Er ist da sehr. Er ist aufgeregt. Ja, er ist da sehr sensibel, Martin. Martin. Sehr emotional ist er, ja. Aber es ist eh was Gutes. Richtig, brauchen wir jetzt. Es ist was Gutes. Naja, in einer Überlebenssituation kann es natürlich auch zu Nachteil sein, Nachteil werden. Ja. Ja. Aber es ist was Gutes, menschlich. Erinnert mich ein bisschen an mich. Ich bin da ein bisschen so. Ja. Bin da schnell aufgeregt und nervig. Dann nicht mehr schlecht und groß nervig. Der Spaß, Schatzi. Gut, dann sag ich dir jetzt. Vor allem, das ist halt, also die Knochen gerade nicht, aber die Spuren sind halt frisch, die sind halt von heute. Das werden wahrscheinlich diese Küstenwölfe sein. Und wie der Name schon sagt, die sind halt spezialisiert an der Küste. Die sind halt an der Küste unterwegs.
Und warum sind die an der Küste unterwegs? Wie krass. Naja, und weil du im Inland quasi... Nicht bewegen kannst. Du kannst dich nicht bewegen. Es ist... Hier. Martin, geh mal bitte einmal da lang. Damit wir das den Leuten mal zeigen. So, und das ist keine Kante. Stand nicht Fritz letztens schon mitten in dem Gebüsch? Ja, stimmt. Jetzt mal ihn auch nochmal. So. Okay. So ist der komplette Wald. Aber ich verstehe, worauf ich hinaus will. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht kennt, ja. Wie dicht bewachsen etwas sein kann. Das gibt es bei uns so nicht. Ja. Ja, die Wälder sind bei uns immer eigentlich ja. Das ist jetzt auch gepflegt und pflegt. Nicht, was du ein bisschen gehegt. Zur Seite packst. Oder das sind, warte, ich zeig euch das. Das ist wie Holz. Ja, das, ist, ja, das, ist wie, das ist nicht wie ein bisschen, wir drücken das mal zur Seite und dann gehen wir da durch. Nee. Das ist, ey. Aber das ist die Pflanze, die diese ja. Bären hat. Also wir können die Bären schon essen. Also genau, das muss man vielleicht mal noch zeigen. Haben die? Genau. Da haben wir später das ist uns natürlich cool. Oh mein Gott. Was? Schau mal, wie viele Bären das sind. Das sind endlos viele Bären und das ist Gold wert, direkt genau da, wo sie sind. Mann, heute ist nicht der Fokus auf Nahrung. Kannst du essen, die ganzen Bären hier? Es sind die haben richtig dick. Blaubeeren von Kanada. Weiß nicht, wie sie heißen. Bisschen wie die Heiligen. Bären vielleicht jetzt unten eingeblendet. 100 Gramm haben ungefähr. Blablabla Kalorien. Salalbeere. Wächst hauptsächlich an der Nord... Gemeinsam? Bitte. Gemeinsam? Bitte. An der nordamerikanischen Pazifikküste. 100 Gramm haben ca. 63 Kalorien. Gut erkennbar, auch immer gut, haben, so, haben wir auch gelernt. Also vorne glänzend und hinten oben matt. Ja. Es darf keine Zacken haben. Wir haben kurz so einen Ausflug gemacht mit diesem Einheimischen und die haben uns das genau gezeigt. Mhm. Ja. Ganz wichtig, es gibt nämlich noch eine andere Art, da stirbst. Cool. Ja. Das stimmt. Was machen wir jetzt mit Unterkunft? Wissen wir noch nicht. Ich leg mich hier direkt. Also ich weiß nicht, was ich... Ich habe schon so das Gefühl, als würde sich da irgendwo ein Eingang finden lassen. Ne? Ich habe gerade keine Ahnung. Oder nicht? Ja. Ich sag's mal draus, ja. Wenn alle anderen das auch haben, dann wird's spannend. Dann sehe ich keine 7 Teams mehr. Also ich sehe uns auch gerade sehr hart daran arbeiten, das überhaupt. Da hinten rein. Aber ja, ist halt immer leichter gesagt als getan, wenn man es überhaupt zu schaffen. Das ist krass. Also, das ist wirklich krass. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Gedanken, dass jetzt deswegen hier irgendwie die 14 Tage nicht geschafft werden. Aber es fühlt sich gerade an, wie das könnte richtig, richtig hart werden. Ja. Und ja, und je nachdem, wie die Wolfssituation ist, könnte das vielleicht hier noch ganz anders ausgehen. Boah. Du hast auch das ganze Gefühl, irgendeiner schleicht dir hinterher. Das ist nicht cool. Ja. Weiter, weiter. Der Blick von Knossi. Du checkst schon mal hier einen potenziellen Spot aus. Hier liegt noch ein fetter Baum, das heißt, die Flut kommt da ganz rein. Und da vorne, ist das ein See? Bro, ich glaub, da ist ein See! Was? Ich glaub, da ist ein See! Ich komm, da ist ein See? Oh, ein See wäre... Wirklich? Ich glaub, da ist ein See. Paradies. Ja, wie soll ich da hochkommen? Komm! Ey, ich sag's dir, es wird eine wilde Zeit. Es wird eine wilde Zeit. Es ist gruselig da. Richtig gruselig. Echt gruselig, ja. Aber da. Wow. Da ist doch ein See. Wie cool. Boah, ich hab die Flashbacks, Gänsehaut. Komm. Jetzt seh das auch endlich. Ich Knossel draus, ich lerne nicht über den Baumstamm balancieren. Das heißt, ich muss das kurz für uns erkunden. Ich glaube, da ist ein richtig schöner See. Ich muss da runter. Okay. Wieder ein bisschen balancieren. Schaut euch das an. Wow. Wow. Knossler! Ich komm! Sascha hat gerade geschrien. Was? Ein wunderschöner See! Ja! Ich finde das so cool mit den zwei Kameraperspektiven. Das ist so cool irgendwie. Ja, das ist echt super. Das ist mega. Aber das ist das Gefühl, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich wusste ja auch nicht, was uns da hinten erwartet. Wir hatten nur ein gutes Gefühl, weil da war so eine Lichtung. Und dann gehe ich da rüber und dachte, ich mache das für uns. Ich gehe schon mal ein bisschen erkunden, weil es ein bisschen gefährlich ist. Und dann gehe ich da rüber und dann sehe ich da diesen unfassbaren Spot. Wunderschön, wunderschön. Natürlich kann man sagen, das fehlt, aber man muss sich immer auf das Positive konzentrieren bei unserem Spot. Und das haben wir, diese unfassbar schöne Lichtung. Und wir haben uns so gefreut und cool. Denkst einfach, da bin ich jetzt, da wohne ich jetzt. Und du gehst mit dem Mindset rein, da wohne ich jetzt 14 Tage, 2 Wochen, ist jetzt mein Zuhause. Wunderschön. Und wie ist es, dass du es jetzt wieder siehst?
Boah, es ist, See? Es ist... Ich, Paradies? Ich kriege ja Gänsehaut. Er sagt so, komm, da ist ein See oder was? Er hat einen See gefunden. Schau, ob da Fische drin sind. Direkt mal schauen, ob da Fische drin sind. Soll ich da jetzt rüberspringen? Oh, fuck. Ich hab so viel Energie schon wieder verbraucht. Eigentlich dumm, aber ich muss da jetzt rüberspringen. Das Kapperl. Das Kapperl, Schatz. Jump the fuck up, oder? Oh, na, mach mal. Komm! Ich komme! Das ist mega, der Schnitt ist mega. Er ist super geschnitten. Ah, scheiß drauf. Wow, super. Ja, geht schon, komm. Ja, schlappen wir lachen. Für den kleinen Sprung. Schaut euch das an. Sag jetzt bitte, dass da Fische drin sind. Da war doch ein Mensch. Das war doch ein Mensch. Wer geht da herum? Wieso? Das sind ja richtige Spuren. Oh mein Gott. Oh oh. Bro, ich glaub, das sind Bären. Wo bist du? Ich glaub, das ist eine Trinkstelle für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere, richtig große. Richtig viele fette Spuren. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Wer macht solche Spuren? Das ist mein Fuß. Hä? What? Ja, ich seh's. Schaut euch das an. Hä? Ey, jetzt dreh ich gleich. Jetzt werd ich blöd. Ich werd jetzt blöd. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mich hier eingeschlossen, ich Idiot. Ja! Da links, rechts! Okay. Super Navi. Jetzt Plan B. Das ist so cool geschnitten, das finde ich mega cool. Brücke. Er geht irgendwo herum. Oh, jetzt hab ich's. Jetzt bin ich gleich da. Ja? Bitte fahr jetzt nicht rein. Knossel, bitte. Hup. Oh, no. Das habe ich auch noch natürlich nicht gesehen. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Wie so ein Kind, das zu seiner Mama schreit, Mama, ja. Ich bin nass. Echt so. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Umziehen. Umziehen. Mann! Wie bist du denn? Ich wollte eine Brücke bauen. Ich bin, die Schuhe sind nass. Oh. Ich wollte darüber. Dann stand ich fest. Dann wollte ich da drüben eine Brücke bauen. Dann war die undicht. Jetzt stehe ich hier. Das reicht. So cool, ich komme jetzt. Wow, das ist, also die Szenen, ja, das war schon mega Unterhaltung, pur, ja, echt. Also, bist du zufrieden soweit? Ja, Vollgas. Ich finde auch, also sie haben es so cool geschnitten. Der Schnitt ist mega und der Spot, das mit dem See, da hinten. Das finde ich richtig cool. Außer natürlich die Spuren, die beunruhigen das, jetzt schon. Das sind nämlich echt krasse, fette Spuren. Das ist ja nicht irgendwie was ich mir ausgedacht habe. Nein, ist nicht ein Hase, der mal da durchkoppelt ist. Ich habe ja weite Schritte gemacht. Ja. Das ist irgendwie, muss da irgendwie was Weite auch Großes sein. Oh Gott. Wir schauen mal weiter. Naturensöhne. Gut. Jetzt heißt es, scouten gehen. Ja. Ein bisschen ins Inland. Mal gucken, weil wenn hier Wasser von irgendwo kommt, wir wollen wissen, wo es genau herkommt. Ja. Vielleicht ist er da ganz geil und wir wollen euch mal zeigen, dass es hier schon sehr dicht ist. Also entweder ist es ein kleines Bächlein, Wasserfall, vielleicht Höhle, keine Ahnung. Wir schauen mal. Wir gehen rein. Mhm. Auf den Spot bin ich jetzt auch gespannt. Alles mega hügelig, ne? Ja. Was war das? Es ist richtig steil hier irgendwie. Ja. Hey, check das mal aus. Weiß gar nicht, ob das auf Cam so gut rüberkommt. Da geht's richtig aber da runter. Hinten geht's einfach fast 90 Grad nach oben. Hm. Ja, wir jiggern jetzt hier erstmal durch die Gegend. Okay, halbe Stunde später. Halbe Stunde später. Für was ist denn die Einblendung jetzt? So, weiß ich nicht. 200 Meter weiter oder so? Ja. Einige Meter weiter auf jeden Fall. Weil die jetzt dafür so lange gebraucht haben vielleicht. Eine halbe Stunde für ein paar Meter. Das ach so. Vielleicht damit sagen. Ja gut, das sagt er jetzt. Ja. Wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Der Bach ist aber noch da unten. Wir wollen ihm weiter folgen. Ja. Krass. Ich sehe jetzt noch kein totes Tier. So viel Totholz. Alles perfekt zum Bauen. Ich sehe viel Totholz. Ich sehe viel Moos. Ich sehe sonst nichts mehr.
Die werden da, glaube ich, ein Schloss bauen, Schatz. Schau dir das mal an, alles Holz, das ist alles das schon perfekt, gefällt. Das ja, kann ich stimmt. stapeln, bauen, machen. Das ist ja wirklich perfekt. Schon mal positiv. Meine Brille beschlägt, mein Hemd ist richtig feucht, hier ist richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Alles nass. Aber keine Mücken, aktuell. Noch keine Mücken, ja. Ja, das ist schon mal gut. Wie geil ist das, alles so wild aussieht? Das kennen wir halt gar nicht, ne? Logischerweise von Brandenburg. Also es ist auch viel Bauholz, aber es ist auch viel feuchtes Holz, ne? Alter. Also hier in dem Wald ist nichts trocken. Bin richtig am Ölen. Ja. Also muss man echt mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. So, der Bach wird ein bisschen größer hier. Wird auch alles sehr, sehr sumpfig. Wir müssen jetzt irgendwie auf die andere Seite. Links kommen wir auf gar keinen Fall weiter. Es ist zu dicht. Alter, bin ich am Ölen. Hui. Qualität ist HD, Freunde. Ich mach den Weg frei. Jetzt nicht abrutschen, wäre auf jeden Fall gut. Aber so tief ist er auch gar nicht, sehe ich gerade. Na, tief nicht, aber... Na, wer weiß, wird ja spannend, das Ding geht. Ne? Ja. Wow, die sind jetzt extra vorgegangen, haben die Kamera platziert, wieder zurückgegangen und jetzt kommen sie her. Die machen sie nur Arbeit für gute Shots, gell? Genau, die haben auch eine Dedication. Ja? Ja. Ist cool. Hey Bea, wir sind laut. Hallo. Das war fast der Niklas, Alter. Niklas wird schon zum zweiten Mal gefrontet. Das ist ein See. Boah, das ist ja richtig schön. Wow. Das ist cool. Also das ist ja mit... Also mit Rosé-Rosen. Das ist genau so, wie ich mir es erhofft habe. Bitte bringt uns nach Kanada. So stelle ich mir Kanada vor. Aber Wälder und Seen. Ich stelle mir so eher Schweden vor. Ja, stimmt. Oder Finnland. Im Sommer. Finnland? Ja. Achso, ja, im Sommer stimmt. Und das ohne Mücken auch noch. Es ist das Paradies, schau dir das an. Das ist wirklich schön. Und da sind Fische ohne Ende. Aber die Frage ist, ob die halt ein bisschen so freie Fläche haben, dass da ein bisschen so wohnen können. Mhm. Oder ob die wieder zurück ins Meer gehen müssen. Na, die bleiben da, glaube ich. Ja, die bleiben da. Die wird da bleiben. Wir sind richtig weit weg von unserem Aussetzungsort. Und hier ist auch nass, pass auf. Yep. Bisschen weiter weg von dem See. So, okay, aber krass, hier ist ein See. Das ist schon gut. Schon mal gut zum Angeln. Boah, voll schön. Das okay, also wir haben Süßwasser, das ist schon mal gut. Und wir können hier gut angeln, weil es ist ein See. Jedes Mal, wenn Sascha auf den Tisch legt, hört sich das mit unserer Hi-Fi-Anlage an, als würde uns die Faust Gottes treffen. In diesem Sinne, schönen guten Abend. Liebe Grüße an die Nachbarn. Das ist natürlich die Sache, man soll ja nicht da fressen, wo man schläft. Genau, jetzt ist die Frage, ob wir... an der Küste unser Lager aufbauen, auf einer gewissen Höhe trotzdem, logisch. Ja. Mhm. Und dann nur zum Essen abends und früh hierher kommen, hier angeln und gleich hier Feuer machen und hier den Fisch zubereiten und dann wieder weit weg in unser Lager. Ja. Geil wäre natürlich hier, weil dann ist es total chillig mit Süßwasser und Fisch sozusagen. Aber dann ist ja ein See. Hier kommen ja alle Tiere nachts hin oder am Tag und trinken. Die trinken ja nicht von der Küste, die trinken ja aus dem See. Ja. Stimmt. Und wie gesagt, wir sollen ja nicht da Essen zubereiten, wo wir schlafen. Das würde ja dann auch passieren. Schwierig. Ja, ist echt eine schwierige Entscheidung. Hier hast du natürlich auch mehr Mücken. Hier ist schon mal die erste. Ja, der innere Schweinehund sagt, wir sollten hier Lager aufbauen, weil wir dann einfach hier bleiben können. Ja. Aber ja, Seemücken sehe ich auch, Alter. Oder wir müssen uns dann einfach wirklich einen guten Weg freischneiden, den man dann immer gehen kann. Also dann müssen wir jetzt, wir gehen jetzt auf erstmal zurück zur. Wir haben ja an der Küste Wasser, das ist schon mal gut. Das können wir erstmal filtern. Ich habe jetzt auch Durst. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen jetzt die Flasche auch erstmal auspacken. Und dann an der Küste vielleicht einfach gucken, ob da vielleicht irgendwie ein Sweet Spot ist. Ja. Also heute bleiben wir auf jeden Fall erstmal an der Küste, würde ich sagen. Wir haben Wasser, ich glaube auch, Nahrung ist heute erstmal noch kein Thema. Ja. Und Alter, guck dir das Viech mal an. War eine Bremse, ne? So was in der Art. Ja, das sind schon einige Viecher. Was dich angreifen will! Ja, wir gehen jetzt zurück. Das hat, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Gefühlt, Alter, anderthalb lang. Stunden, zwei Stunden, lang. Keine Ahnung. Der Sonnenstand sagt mir lang. Oh, zwei das Stunden. Ja zwei, ein, zwei Stunden Marsch. Ewiger. Ja, das ist sehr weit. Deshalb müssen wir jetzt auch zurück. Ja. Leute, wir sind hier am Hadern. Wir sind hier am Hadern, ob wir wirklich sagen, hey, wir gehen den Fluss hoch. Weil es kommen immer wieder Seen. Das wäre natürlich krass, weil dieser kleine Kackfluss, der da ins Meer mündet, da werden wir keine Fische finden. Und wenn wir am Meer sind, angeln, können wir am Meer knicken. Wir müssen hier einen See finden. Da sind wir jetzt kein Fisch. Und nehmen wir an, wir drehen jetzt um, zum Strand zurück. Brauchen wir noch mal eine Stunde. Da haben wir aber nichts zu essen, ne? Dann haben wir einen Tag, ist okay. Dann müssen wir morgen oder übermorgen hier nochmal durch. Dann haben wir keine Energie mehr.
Und ohne Energie hierdurch unmöglich. Ich weiß nicht, ob das auf Video rüberkommt. Das ist ja, also man sieht da oben zum Beispiel direkt schon über seinen Kopf Bären hängen. Also die kommen öfter mal wo vorbei, wo Bären hängen. Die sind einfach kurzfristig sehr gut, weil die bringen kurzfristig sehr viel Energie. Während man wandert, muss man die halt einfach mal kleiner mitnehmen. Snack. Immer gönnen, stehen bleiben, langsam arbeiten. Ja, ich bin gespannt, wie es allen geht. Also ja, jeder hat eine andere Herangehensweise, was aber es jeder, auch spannend macht. Jeder überlegt halt gerade ein bisschen so, gell, wo das Shelter gebaut werden soll. Das musst du nämlich echt gut überlegen. Ja. Gestört, krank hier lang zu gehen. So, wir gehen erstmal zurück ans Wasser. Keinen See gefunden. Wenn wir die nächsten Tage nochmal probieren, wenn wir noch genug Kraft haben. Wir müssen jetzt ein Lager suchen, wo wir am Wasser sind. Wo wir am Wasser chillen. Wir sollten jetzt hier aber auf gar keinen Fall ein zu großes Lager bauen und Baumaterial holen, weil dann müssen wir am Ende ja wieder neu machen, ne? Oh, das ist echt doof. Wir werden zwei Lager bauen. Eins am Wasser und eins am See, wenn wir noch einen finden. Ja. Boah, das ist gut. Wir sind Team Bauen und Brühen. Und wir können nicht bauen, weil wir keinen Spot gefunden haben. Na, jetzt können wir nur noch brühen. Brühen? Also brüten. Oh, kranker Scheiß. War das krank, aber wir sind wieder rausgekommen. Fühlt sich an wie ein Lose. Ist aber ein Win. Wir haben nichts verloren, wir haben uns nichts verletzt. Außer ein bisschen Energie ist weg. Aber wir müssen es hier nochmal zeigen. Ja, sehr pragmatisch. Also frisches, klares Süßwasser. Jeder. Ich sag's auch, wie es ist. Immer wenn ich Süßwasser höre, ich kann Süßwasser gar nicht mehr als normales Wort wahrnehmen, sondern denk sofort einfach an dich und an das Süßwasser. Ein frisches, klares, fast ja, durchsichtiges. Wirklich, wem geht's auch so? Immer, ich bin auch heute wieder in so einem Reel, das Millionen Aufrufe hat, markiert worden. Irgendeiner so ein Dorfkind machen, Bier öffnen oder so. Ja. Dann kriegt einer das Bier, ist das klares, frisches, fast durchsichtiges. Ja. Schon wieder der Joke. Stolper ich einfach drüber die ganze Zeit. So witzig, echt. Das ist echt so lustig. Richtig eingebrannt. Ich glaube, ihr alle, Freunde aus der Generation Zen vs. Wild, wenn wir alt sind, wir werden unser Leben lang nie wieder Süßwasser hören, ohne dass wir daran denken, dass der Trottel von Sascha damals in Panama Staffel 2 aus einer Drecksblöre gesoffen hat, Durchfall bekommen hat, weil er frisches, klares, fast durchsichtiges Süßwasser getrunken hat. Perfektes. Ja, perfektes. Sieht anders aus. Das ist so braun. Das kommt halt direkt aus diesem Mangrovensumpf, ne? Ja. Aber wir werden es trinken. Also die werden uns jetzt ja nicht hier rauslassen, nur wir kein Wasser trinken können, oder? Das kocht man ab und gut ist. Wir scouten in die Richtung. Ansonsten sind wir diesen Spot hier gut. Wir glauben nicht, dass das Wasser hier. Also ich bin mir relativ sicher, dass das Wasser nicht hier hochkommt. Ja. Ich vertraue Max, und wenn das Wasser doch hier hochkommt, ist es geistig witzig und Max ja, ist ja, wir tun uns. Das Boot befindet sich in der Flutzone. Plötzlich auftretende Springfluten könnten den Shelter erreichen. Wir machen da alle oben in Sicherheit. Und wenn wir halt eine Nacht nass werden oder aufwachen, dann ist es so. Wir hören ja auch. Wenn hier Wellen sind, dann hören wir das und wachen auf, Alter. Ich schlaf richtig tief. Oh, da sind so tolle Seelöwen. Die sind ja so krass geil. Du schläfst an Wasserseite. Ey, ich freu mich, dass ich meine scheiß Brille auf hab. Nee, wir schlafen beide mit Füßen in die Richtung. Okay. Wir sind jetzt hier zwei Baumstämme hin. Dann machen wir ganz viele kleine Lattenrost. Hier ist genug Treibholz, dann haben wir ein Bett. Drei Beine drüber, Folie aufspannen, fertig. Toll, toll, toll. Weißt du was? Ich sage, wir können hier eine richtig geile Hütte aufbauen. Ja, ja, das ist unsere Strandhütte. Wir machen ganz locker. Wir wollen an Tag 10, ich weiß nicht, ob wir das noch machen. Wir wollen an Tag 10. Wie so ein Ferienhaus, gell? Ja, wirklich. Das ist ja unsere Strandhütte. Ja, hast du es denn gegönnt? Ja, ist cool, aber ist. Wie du es jetzt gesagt hast, das ist eine wunderschöne Hütte mit der Traumaussicht aufs Meer. Ja, es klang so luxuriös. Das ist aber nicht so witzig. Ja, das ist es auch. Die, unsere Strandhütte, die werden sich auch sehr, Barbecue-Spot. Ja, die werden sich auch sehr luxuriös einrichten, glaube ich. Ich bin so gespannt. Wir haben mit ihnen trainiert, mit den beiden Knossi nicht. Ja, genau. Die haben was drauf. Also die bauen da echt eine Strandhütte hin. Noch eine richtig fette Riesenwanderung machen, obwohl die richtig fette Riesenwanderung ist, glaube ich, durch. Es war krass, hier durchzugehen. Es war richtig krass, hier durchzugehen. Schon wieder hier? Was passiert denn schon wieder? Jetzt haben wir es mal geschafft. Bin Knutz zu Knossler, schnell mal Knossler geholt. Wir haben es geschafft, da sind wir durchgeklettert. Jetzt hält der Sprung, gell? Der nächste. Oje, der nächste. Soll ich irgendwie unterstützen? Nimm einen Stamm. Sag mal, ich kann schon. Ich kann auch.
Jetzt bin ich gespannt. Das ist nicht so einfach. Ja, easy. Was willst du? Was willst du? Und jetzt schaut es an. Ich hab mir irgendwas gerissen. Ich sag dir, weißt jetzt schon, wie viel Spaß haben wir? Wie schön ist es? Unsere Mädels jetzt schon. Wir haben gesagt, bleibt immer zusammen. Wir haben gesagt, mach keinen Sprung und so. Was machen wir? Klettern und springen. In den ersten 10 Minuten. Aber schon. Stimmt, das muss ich sagen. Lee und ich haben auf jeden Fall einige Anweisungen den Jungs mitgegeben. Wie beispielsweise, ihr müsst immer zusammenbleiben. Befehle. Trennt euch niemals. Ja. Sondern was macht's? Stimmt eigentlich. Was macht's? Direkt. Sascha, wo bist du? Komm, trennen wir uns. Komm, Knossi, schon mit einer nassen Hose bis zu den Knien wieder zurück. Ja. Was war sonst noch eine Anweisung von uns? Ja, wenn irgendeine brenzlige Situation entsteht, nichts riskieren. Ja. Es genau. Gab schon ein paar Anweisungen von uns. Die gab's. Jeder, der eine Freundin hat, kann es nachvollziehen. Schau, genieß mal die Aussicht. Ja, hier ist Treibholz. Ist alles Treibholz. Wird hier alles gefüllt sein. Alles gefüllt. Bären! Bären! Das sind sie! Die können wir essen. Schau mal. Ey, sie hinter dir alles voll mit Bären. Ey, ich probiere. Lecker. Das ist die richtige Beere, gell? Keine Ahnung. Also, das erste Mal essen und dann sagen, das ist die richtige, oder? Ja. Sieht schon sehr giftig aus, Alter. Beere frisst? Schau. Sieht schon sehr haarig aus, die Geschichte. Ja, haarig ist richtig, gell? Ich weiß nicht. Doch. Ja? Zeig's nochmal. Ah, wir müssen auf die Blätter schauen. Ja, super. Unten. Ja. Ja, super. Das haben wir gelernt. Ja, klasse. Vorher habe ich mir aber eine reingeschoben. Ja, bevor genau. Bevor wir die Blätter gucken. Wir haben Bären gefunden. Wir haben Bären gefunden. Da, überall. Lass mal erstmal zwei zu essen. Lass uns erstmal abwarten. Boah, schau mal. Genau, das erst alles. Kosten und dann erst checken. Super. Das ist so schön. So ein schöner See. Boah. Aber wir sehen keinen Fisch. Oh. Gar nichts. Also so. Ganz, ganz, ganz Mini-Fische. Mhm. Das ist krass, es ist kein einziger Fisch da drin, Sascha. Es wirkt echt sehr ruhig. Hier unten haben wir einen kleinen Wasserfall. Also das ist hier eine unglaubliche schön. Natur. Das ist wirklich unfassbar. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Sachen kümmern, dass die Sachen vorne mal wegkommen. Und überlegen, wo wir heute die Nacht verbringen. Und ich würde sagen, Sascha, wirklich, wir beobachten Ebbe und Flut. Wir machen heute Abend, wir machen uns einfach mal ein Bett und dann beobachten wir, oder? Erste Probleme von der Bäre. Sascha sagt, bei ihm kickt der Durchfall rein. Aber wirklich, es sind keine 20 Minuten her. Bei dir auch, oder? Bei mir brodelt's. Es kann ja nicht sein, wir haben ja die falsche Bäre gegessen. Bei mir brodelt's am ersten Tag. Ich futsch schon alle 10 Sekunden. Es kann nicht sein, oder? Ist die Aufregung vielleicht. Ja, ist die Aufregung. Ey, Sascha, was kann passieren von so einer Beere? Das ist die richtige Beere. War da oben, unten matt, oben glänzend. Ja. Weil ich sag, genau so eine gibt's ja, die giftig ist, die genauso aussieht. Ja. Blau und unten die Einschnitte. Unsere hatte keine Einschnitte. Schon. Nein, unsere Beere hatte unten nicht diese Einschnitte. Die weißen waren auch direkt nebenbei. Keine Regel, ist keine weiße Beeren. Die weißen waren die blauen. Aber die waren blau. Schatz. Ah. Also hier ist auf jeden Fall offen, Mann. Also entweder kommen wir jetzt gleich in diesen Strauch und da ist Scheiße. Ja. Oder da ist ein See. Oh Gott. Das noch? Ja, schaut so fertig aus. Ja. Es ist echt ein ungutes Gefühl, wenn du einfach nicht weißt, da ist keiner da, der dir wirklich Tipps geben kann, kein Profi. Ja. Du bist einfach nicht sicher mehr. Wenn dann plötzlich der Durchfall kickt hat, machst du dir einfach Sorgen und denkst, okay, war das jetzt echt die richtige Beere? Ja. Aber trotzdem viel besser, oder, als in Panama, weil jetzt hast du mit ihm drüber reden können. Ja, ey, wie geht's dir? Na, das hat schon gepasst. Ja, so. Ja. Ja. Oh, der Fluss. Hier ist Wasser, der wird größer. Der Fluss ist größer. Oh mein Gott. Die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite, Bro? Durchlaufen.
Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, das sieht so vielversprechend aus. What the fuck? Cool. Oh. Boah, auch sehr schön. Boah, ist ja richtig schön da. Boah. Okay. Wir müssen einfach durchlaufen. Meinst du? Ja. Schuhe sind eh nass. Nee, Mann, komm. Wir gehen rein. Ja? Ja. Wirklich? Okay. Wir müssen einfach dann unsere Füße trocknen, wenn wir ankommen. Ja. Ja. Okay, ich meine, Wetter ist gut, Himmel ist klar. Ich glaube nicht, dass es... Oh mein Gott, geht das tief rein. Ja? Ach, wir sind gefickt. Warte, geh rein. Scheiße. Oh mein Gott, das sieht so nasty aus. Oh mein Gott, wir sind gefickt. Gib. Ja. Oh, kannst du den Sack nehmen? Ja. Oh. Oh nein, nicht hinfallen. Oh, treib's langsam, mach treib's langsam. Treib's halt. Nicht zu lange stehen bleiben, Bro. Ja, ja. Das ist das ganze Kamera-Equipment drin, oder? Scheiße. Ey, es ist echt der Wahnsinn, was die machen. Ja? Also es ist schon, da so einen Schlamm zu gehen, das musst du echt gut überlegen, ob es dir das wert ist. Aus dem simplen Prinzip, weil da kann so viel schief gehen. Ja? Aber wenn die da wirklich jetzt bleiben, ja, dann machst du einmal die Mühe. Genau. Ich genau. Weiß nicht, ob die da bleiben, aber wenn sie da bleiben, dann... Man muss gut abwiegen. Sind ja? 14 Tage schließlich. Treibsand, ja. Ja? Treibsand. Treibsand. Geh weiter schnell, Bro. Ich steck fest, Bro. Nein, laber. Oh Gott. Soll ich rüberkommen? Ich muss ja meine Tabletten retten. Sonst werden die nass. Boah. Oh. Einfach nie fährt. Boah. Boah, das war gemein. Da locht man nicht. Ding zu krank. Okay. Jetzt ich, oder? Unter Freunden darf man sowas machen. Ja. Ey, Bro, das ist scheiße. Fuck. Oh, Bruder. Ja, war weg. Oh. Das sah gut aus. Ja. Meine Schuhe sind richtig voll gelaufen. Meine sind richtig voll matschig. Oh. Oh. Schön, da ist wirklich schön. Wow, aber schön ist ja. Es, ne? Ja. Super. Ist echt schön. Wow. Super. Ist irgendwie, dieser Reese. Dieser Reese? Der hat was ich richtig lustig finde. Ja, der hat ein bisschen so einen trockenen Humor, ja, das finde ich auch gut. Das ist ein trockener Humor, ja. Extrem trockener Humor. Ja, ist witzig. Aber Kevin auch richtig lustig. In Kombi sowieso. Ja, super. Das sah schon wieder so geil aus. Boah, sind hier viele von diesen Viechern. Mach einfach voll. So. Okay, dann knall mal so eine Tablette rein, Bro. Ja. Ah ja, okay. Die gleichen, gell? Die zumachen, ja. Halbe Stunde warten ja. Und dann was trinken. Lass uns kurz einen Plan machen. Wir bauen jetzt hier das Shelter auf und übernachten hier heute. Ja. Lass da jetzt eine fixe Entscheidung treffen. Unser erster Nachtshelter. Bauen wir cool. Hier. Cool. Ja, das ist wunderschön. Das ist richtig cool. Das ist voll schön. Das hat viel Moos, ist von Natur aus weich. Ja. Wir können auf jeden Fall auf dem Boden pennen. Glaube ich auch. Das ist echt dann würde ich ansagen, breiten wir mal ganz kurz unsere Jacken aus, bauen die Sägen, bauen das Messer zusammen. Ja. Und fangen an, uns hier mal so einen ersten Shelter aufzubauen. Let's go. Oh, das ist gerade eine scheiß Entscheidung, die wir treffen müssen, ey. Das ist wirklich nicht einfach. Bleibt man hier oder geht man weiter? Aha. Was fehlt? Weißt du, was ich machen würde? Hm? Ich sage euch jetzt mal, was ich machen würde. Mhm, okay. Ich würde einfach mal eine Nacht dort nächtigen, kein Riesenshelter bauen, sondern einfach nur. Okay. Vielleicht gar nicht mal. Vielleicht einfach wirklich nur hinlegen. Und am nächsten Tag hat man viel Zeit und dann kann man nur mal loswandern. Das okay. Gleiche würde ich machen. Ja, ja, ist ihr guter Ansatz. Ja. Ich frage mich, was die noch wollen. Tipps, dass ein bisschen so vom Profi, so nebenbei. Ja. Ich frage mich, was die wollen, dass es noch besser wird. Also, auf welche Spots suchen die? Ist ja jetzt eh schon. Perfekt, oder? Da ist Süßwasser,
Ja, aber Höhle. Ich muss schon sagen, es fällt mir auch direkt auf, gell, es ist sehr ungeschützt. Ja. Der Wind pfeift da sicher richtig durch. Ja, gutes Argument. Aber auf der anderen Seite hält das wieder die Mücken fern. Aber da ist direkt der Fluss. Sie haben gerade gezeigt, dass da viele Mücken sind. Ja, aber kein Seefluss. Ach so, stimmt. Es war sehr sumpfig da. Stimmt. Ich hab nicht erwartet, dass wir so früh an so eine dicke Entscheidung gebunden sind. Alter, das ist, das kann alles entscheiden, was wir jetzt gerade machen, wirklich. Ja, 100%, Bro. Das ist jetzt der Ding zwischen wir machen 14 Tage und wir machen 3 Tage, wie Survival Udo meinte. Ja. Boah. Ja, wir müssen eigentlich hier bleiben. Ja. Aber ich muss auch wirklich, glaube ich, erstmal was trinken, bevor ich weiterarbeiten kann. Also mich nimmt es gerade richtig hops. Ich glaube, unsere Wasserflasche ist auch gleich fertig. Halbe Stunde, ne? Ja, dann trinkt mir jeder die Hälfte. Und füllen direkt wieder auf. Füllen direkt wieder auf und fangen dann an mit dem Shelter. Mit unserem improvisierten Shelter. Ja. Boah. Ja, lass mal kurz 10 Minuten sitzen. Die Zeit müssen wir krass, haben. Krass, krass. Sag ich ehrlich, das ist ein harter Start, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Aber wir kriegen das hin. Alter! Du hast gerade gesagt, bring das was hier lang zu laufen. Das ist eine scheiße Flasche. Als Maul, nimm jetzt kostig ein. Und Digga, guck mal, die Behälter. Ja, ja, du hast perfekt recht, du hast perfekt aufbereitet. Wahnsinn. Wie gut ist das, bitte? Das ist so geil, irgendwo vom Bord gefallen. Guck dir das hier mal an, Leute. Quick-Tech. Das ist eine taktische Ausrüstung. Quick-Tech. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ja, Wahnsinn, das du hast gerade gesagt, ja. Lohnt es sich noch einfach. Ja, genau, einfach zweite Flasche, wirklich. Cool. So Leute, wir wollten jetzt hier gerade unser Dings aufbauen. Das ist eine Schlange. Ich mach die Sonne raus. Eine Schlange! Töten wir die? Nein. Wieso nicht? Warum willst du die jetzt töten? Essen. Häuten? Bisschen. Nein. Ist nicht groß genug? Das macht gar keinen Sinn, Max. Digga, ist das krank! Oh, ich wollte wirklich hier gerade. Wer hat jetzt gesagt, er möchte töten? Töten wir die? Wer hat Max, das gefragt? Max direkt motiviert zum Essen, ja? Erstmal sehr wenig Fleisch und zweitens, ja, ist die Frage. Auf der anderen Seite kann man. Nicht satt. Ja, aber ist besser als nichts. Wenn du wirklich strandest, das wäre ein Notfall. Ja, okay. Ja, okay. Dann. Irgendwo ist Fleisch Fleisch und alles, was du in den Finger kriegst, musst du irgendwie. Weil du nicht weißt, wie lange du da bist. Ich würde das aufbauen, weil wir hier in der Quelle sind. Ich würde trotzdem sagen, wir bauen das hier auf. Die müssen wir wegtun. Aber cool, hä? Ich dachte immer, wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Scheiß auf die Insekten, aber jetzt sehe ich hier eine Schlange. Das ist ein Scheiß. Hol mal einen Stock, die tun wir hinten ins Gebüsch rein. Du musst nicht so einen Stock machen. Nee, ich hol einen Stock, ich mach's. Es gab so giftige? Hä? Ich glaub nicht. Die ist rot. Wir sollten noch ganz doll vor roten Sachen aufpassen, oder? Rot? Die Farbe ist egal, hab ich gedacht. Sie versucht wegzukommen, aber schafft's nicht. Doch, schafft sie. Sie ist weg. Oh, ist das krank. Gehen wir aus der Sonne raus? Das ist halt kacke, weil wir genau hier unser hier Scheiß bauen sollten. Hier baue ich nicht mehr Shelter. Die ist weg. Wahnsinn. Einfach in den Steinen verschwunden. Einfach im Stein. Ist echt irre. Ist ja scheiße, hier baue ich ne? nicht den Shelter. Leute, hier ist die Quelle. Seht ihr das? Nein. Und hier zwischen den Bäumen wollten wir jetzt gerade bauen. Das ist jetzt durch. Wir gehen da hinten bauen. Ja, okay. Aber hier bauen wir uns ein Wasser. Oh, das ist doch schon weit weg, der andere Fluss. So, wir sind wieder zurück am großen braunen Fluss. Das ist unser Loot bisher. Unglaublich viel Schnüre. Ein Helm, den man eigentlich mitnehmen hätte dürfen. 2 Wasserflaschen, krass. Das Ding mit dem Seil drin. Eine Isomatte. Und ein richtig fluffig geiler Sitzball. Und so ein riesiger Hundofen zum Feuer richtig anheizen. Eine Hummel. Es ist der perfekte Loot. Und jetzt haben wir einen gegönnt. Ja, wir holen jetzt die Flasche. Was ist in der Flasche drin? Der Sitzball allein. Aber wir müssen wirklich, falls nachts ultra hoch kommt, ja. Unsere Sachen irgendwo. Wie kommt man keinen guten Eingang nach oben, ne? Nee. Irgendwie ein bisschen höher. Du wolltest hier bauen. Ja, ja, müssen wir unsere, das habe ich aber gesagt, wir müssen Sachen oben safen. Guck, hier ist direkt Frühstück, wächst an unserem Bett. Diese Himbeeren-Sorte da. Und die schwarzen Schlitzbeeren sind hier auch. Das ist toll. Okay, Sachen holen und los. Leute, wir sind Team Bauen und Brühen. Wir haben ja noch nichts gebrüht und nichts gebaut. Aber wir haben trotzdem einen tollen Spot.
Hannah. Da bin ich jetzt am Ende gespannt. Ja. Alter, wenn das so nass ist, das Wasser kommt bis hier oben. Das ist komplett nass. Also Wasser kommt hier richtig, richtig weit hoch. Okay. Das müssen wir echt im Kopf behalten. Ja. Das heißt, wir müssen hier sowieso, also wenn wir da reingehen würden, sind wir halt eingesperrt. Weil nachts oder wann auch immer, ich glaube zweimal täglich ist Ebbe und Flut, weil dann hier einfach das Wasser krass hoch steht. Ja. Da können wir einfach alles einpacken. Oh, die Flasche nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Einfach zum Fischdings fangen, oder? Ja. Was sind das für Gummiding? Und das nehmen wir auch mit. Und das Plastik kann man als Pose für die Angel nutzen, das nehmen wir auch mit. Und das hier Köder, guck mal, hier sind überall solche Dinger. Die springen so, keine Ahnung. Sind das Mini-Krebse? Huh? Nee, die werden ja im Wasser. Alter, sind die Sandfliegen? Sind die so groß, na? Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe jetzt immer boah, wieder boah, alles voller Zecken. WTF, sind das viele. Boah, das sieht für mich aus wie eine richtig fette Wasserkakerlake. Aber das sind so Urzeitkrebsdinger. Die konnte man ja früher als Kind, da gab's so, gibt's vielleicht immer noch so Boxen und da kannst du dir so diese Krebse selber züchten. Alter, ja, kenne ich. Hey, alles voll mit Krebsen, das kannst du ja keinem erzählen. Und hier schon, also immer bei Ebbe runter ins Wasser. Ebbe und Flut. Da gibt's gut, dass Krebs du dran denken. Noch. Direkt Zeckenalarm. Mit dem so Ding. Mini. Ja, man kann jetzt erstmal sehen, eben waren wir da drüben, sind jetzt hier reingelaufen, haben hier einen Spot gefunden, alles ist grün, spricht mehr dafür, dass das Wasser hier nicht so fix hinkommt. Haben uns jetzt hier hingesetzt, werden gemeinsam die Flasche auspacken, den Filter rausholen, trinken und dann mal hochlaufen, gucken, was da abgeht, hier vielleicht reingehen in den Wald und schauen, ob wir uns wohlfühlen. Eine Sache muss ich sagen, was mir ein bisschen abgeht. Mhm. Ich hätte es cool gefunden, wenn mal gesehen hätte, wie alle die Flasche auspacken. Das hat man jetzt eigentlich bei niemandem gesehen. Ja, das hat den Grund, da haben wir schon mit dem Orga-Team kommuniziert, dass das zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Dann wären die Folgen noch viel länger. Ja, okay. Und deswegen haben wir die Liste gemacht. Ich würde irgendwie schon echt gern sehen, was genau ist. Ja. So sieht man es ein bisschen im Laufe der Zeit, was man einen Überblick hätte gepasst. So, einmal grob drüber gefilmt. Ja. Zwillenbänder, das macht mich so glücklich. So. Zwille. Das ist dann fürs Taschenmesser, Draht. Ah, jetzt sieht man sie. Dein Kondom. Boah, stimmt, die Fallen. Ey, wir haben so unfassbar viel dabei. Es geht einfach raus. Ist das geil. Ist das genial, Hanna. Boah, top. Das ist Wahnsinn. Die ist ja gut befüllt, die Flasche. Oh, die ist perfekt. Also ich fühle mich hier so wohl und so zu Hause. Ich habe gar keine Bedenken, dass das nichts wird irgendwie gerade. Will man aber auch nicht so trinken, ne? So ein bisschen andere Farbe hat das Ganze schon. Boah, ja. So, ach, dieser Filter. Genau. Und? Schmeckt komisch. Warum schmeckt das komisch? Hä? Das schmeckt richtig merkwürdig. Willst du mal? Also aber irgendwie ist es ein bisschen unpraktisch, oder? Ein Wasserfilter ist praktisch auf der einen Seite, dass man nicht eine halbe Stunde warten muss, wie bei so Wasseraufbereitungstabletten. Stimmt. Auf der anderen Seite verstopft er halt sehr leicht. Ich mag generell nicht so gerne aus Strohhalm trinken und so saugen. Ich mag lieber so große Schlucke nehmen. Da wäre viel... Ich hab den Grinsen jetzt gesehen. Ich hab das jetzt ganz normal gemeint. Ich hab mich so bemüht einfach dieses Mal. Einfach große Schlucke. Einfach so richtig schön trinken. Sonst wäre ich nicht richtig sitt. Ja, du bist so kindisch, echt. Du hast... Wenn du jetzt nichts gesagt hast, hätte das niemand kapiert. Ich hab dich genau gesehen, du hast so, ich so angelockt. Nein, ich hab dich nicht angelockt. Ich hab mich voll konzentriert auf den Punkt da bei der Flasche, damit ich nichts mache. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Sagt's mal. Du weißt doch, was ich meine. Das ist die Wildnis, Schatz. Da gibt's ja nicht den Luxus, dass du immer große Schlucke machen kannst. Mein Gott. Das ist es. Lacht's nicht weißt, so. Warum das komisch schmeckt? Weil wir waren jetzt das totale Chlorwasser und so weiter gewohnt. Und das hier schmeckt einfach normal. Echt? Ich finde, das schmeckt irgendwie... Schmeckt lieber mir zu Hause. Ja? Aus dem Wasser. Okay, geil. So, wir sind jetzt hier schon unter dem Baum durchgekraxelt.
Da vorne sind unsere ganzen Sachen. Und wir sind gerade am Überlegen, da geht ein Weg rein und da geht ein Weg rein. Aber Hannah sagt auch schon, das sieht hier so ein bisschen aus wie Stufen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir jetzt einfach mal Full Send reinlaufen. Ich dachte, es geht voll krank hier runter. Okay. Ihr fehlen die Worte. Boah, man sieht es halt nicht gar nicht auf der GoPro. Oh, warte, ich hab eine Mütze verloren. Oh, scheiße. Da ist echt dicht, da, gell? Boah. Alter, ich sehe halt gar nichts. Ich bin wieder durch. Witzige Perspektive. Ja. Autsch. Okay. Hey, hammergeil. Oh, hier ist aber auch ein bisschen. Hey, hammergeil. Einfach alles komplett zugewachsen. Hey, hammergeil. Ist so unterschiedlich, geht man an Dinge ran, gell? Ja. Also jeder Mensch geht anders an was ran. Ich kann ja nur oft genug sagen, bei Jakob, haben es immer wieder gelernt. Optimismus ist im Survival das A und das P. Und deswegen ist umso wichtiger. Ich war schon beim nächsten Satz mit meinem Kopf. Okay. Deswegen ist umso wichtiger, dass wenn man da rausgeht, dass man einfach optimistisch bleibt und versucht, Dinge, die nicht perfekt laufen, trotzdem optimistisch zu sehen, damit die Moral des Teams nicht zerstört. Ja, okay, cool. Ich komm jetzt nicht mehr ernst nehmen. Boah, da sieht gut aus. Boah, da, oder? Okay. Ja. Weil, ja, hier auch schon direkt eine Höhle. Das macht nie passiert. Macht nichts. Ja. Ja. Wieder 5000 Menschen. Wir vermuten da oben wirklich irgendwie einen See oder irgendwas, weil da ist so viel Luft ohne, seht ihr das? Ohne Bäume und das ist so ein dichter Wald. Ja, da ist doch was. Oder ist da was? Halt, stopp. Ich kann nicht aufhören lachen. Ich fühle mich gemobbt. A für Aus und P für Pause. Ja, Stoppregel. Genau. Ich weiß ja nicht, ob da was ist. Oh doch. Oder? So, siehst du was? Die sind sehr optimistisch. Mhm. Das passt. Boah. Klassischer Affe. Bring mir hier einen Sturz. Ah, das war Hanna. So, direkt davon aus, wir waren jetzt Affe oben. War. Affe klettert und stolpert überall drüber, egal wo. Also irgendwie hat sich das nicht Heimat angefühlt. Hat sich nicht heimisch angefühlt so. Und jetzt geht das Ganze wieder runter. Dann wollen wir mal in die andere Richtung scouten. Und ansonsten, ich meine, das ist ja ein super Spot hier, ne? Es geht einfach darum, bevor man da jetzt irgendwie sich einen krassen Shelter oder irgendwas baut, zu gucken, dass man es am Ende nicht bereut. Mhm. Genau. Oh, Hanna ist schon so weit unten. Ey, das kann man sich nicht vorstellen, wie das hier runtergeht. Das ist so krank. Ja, irgendwie, glaube ich, ist das Spot hier unten. Oder vielleicht da drin. Wir sind halt jetzt da reingelaufen. Aber war noch nicht auf der Seite. Da ist halt ein bisschen mehr moosig, alles. Vielleicht ein bisschen chilliger, aber irgendwie hätte ich auch Bock, da nochmal frontal rein. Naja. Ich muss sagen, bis jetzt finde ich den Spot nicht so leicht. Ich finde den Spot auch nicht so leicht. Er ist ziemlich düster, sehr verwachsen, schattig, klein. Ist gar nicht so ein leichter Spot. Schattig und rundherum geht es hoch. Ja. Also relativ steil. Finde ich auch, weil jetzt ist noch Ebbe. Wenn Flug ist, wird es noch viel enger alles. Aber ist da Ebbe und Flug auch so stark? Weil es ist ja nicht so, hat das was mit dem Äquator zu tun oder so? Es ist ja nicht überall Ebbe und Flut so krass. Wenn du jetzt in Italien auf Urlaub bist, du merkst doch nicht, ob Ebbe oder Flut ist. Das ist Ebbe oder Flut. Ja, aber nicht so stark. Das weißt du, das merkst du nur nicht. Echt? Glaube ich. Ist es überall gleich stark? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, Schatz. Ich glaube nicht. Natürlich ist es nicht überall gleich stark, aber ich weiß nicht, grob. Ja, ja, mit dem Mond, das ist mir schon bewusst, dass der Mond ist. Aber ich meine jetzt so von, Wenn Sonne und Mond auf einer Linie liegen, dann steigt durch die gemeinsame Anziehungskraft die Flut höher als normal. Es gibt eine Springflut. Mittelmeer ist weniger. Das Mittelmeer hat, glaube ich, nicht so starke Gezeiten. Ja, aber wieso eben nicht? Das wäre interessant. Chat einfach richtig schlau, schau dir das an. Die sind echt schlau. Die größten Meere sind da mehr von betroffen. Aber wieso ist das so? Ich meine, das Mittelmeer ist ja auch ein Meer. Binnenmeer. Weil es Meer, vielleicht weil es Meer so eingekreist ist, weißt du? Ich verstehe das alles nicht. Es liegt nicht so frei, vielleicht. Ich verstehe das alles nicht. Schau weiter. Irgendwie schon idyllisch.
Hängt von der Größe des Meeres zusammen. Wurscht. Jetzt beim Jan. Ja, was geht auch bei Joey und Jan? Wasser, Wasser, Wasser. Hm. Ein bisschen gelb ist das Wasser schon, ne? Mhm. Aber durch den Filter kein Problem. Auffüllen, dass jeder von uns immer 1 Liter zu trinken haben. 1 Liter nur? Jeder von uns. Das kostet jede Menge Zeit, aber Wasser ist Leben. Ohne Wasser sind wir in 2 Tagen dehydriert und raus. Ja. Hey, ich habe gerade schon mal rausgefunden. Ich habe hier einen Stein gefunden. Der hat die übelst glatte Fläche. Also der ist wirklich so richtig glatt, als wäre der geschliffen. Und hier gibt es ja kein Kaugummi und nix. Und jetzt habe ich hier gerade dran geleckt. Hast du so einen leicht salzigen Geschmack dabei, aber das fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Das lenkt ab vom Hunger haben. Und klar, ist jetzt, also wir wurden wahrscheinlich nicht mal. Wie so ein Leckstein im Wald für die Rehe. Was der Jan ist wieder mal so. Schlägt wegen die Steine ab. Ich sag dir ehrlich, Joey macht einen richtig auch auf, hä? Wasser ist Leben. Nach 2 Tagen sind wir dehydriert und raus. Cut. Jan, siehst du im Stein lecken. Gerade was rausgefunden. Das ist ein glatter Stein. Wenn man da drüber leckt, ist wie Kaugummi kauen. Das lenkt vom Hunger ab. Ja, ist auch ja, ist super, super, eigentlich guter Punkt. Das aber steht. Der Salzgehalt, ja, entzieht dem Körper doch wieder Wasser, ja. Oder täusche ich mich? Steine bestehen in erster Linie aus Mineralien, darunter auch verschiedene Salze. Je höher der Salzgehalt, desto stärker schmecken Steine nach Salz. Ja, danke an das Orga-Team. Johannes, danke für die super Einblendung. Vor einer Stunde ausgesetzt oder sowas. Aber man weiß ja, wie das ist. Der Rhythmus ist noch eingestellt auf Hunger haben und sowas. Steinlecken, das is ist es. Ja. Ich hoffe, das ist wirklich auch an Tag 10. Steinlecken, das ist es. Ja. Das ist es. 10 oder so was noch geil. Jetzt gerade hilft es wirklich enorm. Muss ich dem Joey gleich mal direkt mitteilen. Ich habe übrigens was gefunden. Jetzt die Reaction. Keine zu großen Hoffnungen, aber ein Kaugummi-Ersatz. Ja? Ja, ich hab tatsächlich. Ist schon voll, ja. Der ist schon voll geil. Denkt ihr, was cool ist? Scheiße, Joey ist richtig im Modus, der will das Ding gewinnen. Ja, ich glaube, der muss jetzt auf Krampf, ich prophezei es jetzt. Joey wird jetzt auf Krampf versuchen, irgendwie Hoffnung in Jan, die Hoffnung in Jan nicht zu verlieren und das irgendwie toll zu finden, aber er findet es richtig scheiße. Ich muss mir das kurz mal anschauen, wie er direkt so schaut. So, ja? Zu großen Hoffnungen, aber ein Kaugummi-Ersatz. Ja? Ja, ich habe tatsächlich so einen Stein gefunden, der ist ganz glatt. Und kennst du so diese Lutschbälle von früher, wo man so dran gelutscht hat? Ja. Da habe ich gerade das Gleiche, habe ich irgendwie damit auch gemacht. Bisschen Geschmack, salzig durch den Stein. Ja. Und wenn man dran lutscht, ist, finde ich, so ein Kaugummi-Ersatz. Noch nie gehört. Ja. Noch nie gehört. Joey denkt sich in dem Moment. Willst du mich verarschen? Ja. Gerade rausgekommen, ich saß da, hatte Langeweile. Sehr gut. Also, wir haben Kaugummi. Oh, die Hoffnung direkt wieder weg. Schau seinen Gesichtsausdruck an. Sehr gut. Wie wenn so ein Lehrer zu dir sagt, so, es war beschissen, sehr gut. Und einfach sich nur bemüht und sich denkt, na. Jetzt Wasser, jetzt brauchen wir nur noch den Blick, scheiße. Mit wem bin ich hier gelandet? Schaut euch den Blick an, what the fuck. Kanta, hey Antonio, kannst du da bitte mal kurz ranzoomen? What the fuck, mit wem bin ich hier gelandet? Sehr gut. Richtige Bad zu essen. Das dauert noch ein bisschen. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen Beschäftigung, was zum Lutschen, was zum Trinken. Und jetzt ist es doch schon optimal hier eigentlich. Der Sommerurlaub kann beginnen. Jan hat was entdeckt und wir haben ja die große Kamera. Was? Und damit können wir zoomen. Und da auf gefühlt 70 Meter. Ist. Was? Ein Adler. Weißkopfadler. Weißkopfseeadler heißen sie, meine ich. Wir gucken uns das mal hier genauer an. Wow. Bin ich gespannt. Ja, wie schön. Cool. Boah. Er sitzt einfach. Er fliegt hin und her, er sitzt da
Er macht uns das Leben zum Paradies hier. Der beobachtet uns. Ich sag dir eins. Der hat sein Nest irgendwo hier, ich glaube. Weil er wacht, weißt du? Ja. Und wäre er schon längst weg, hätte keinen Bock auf uns. Aber ich glaube, dass er eventuell hier irgendwo sein Nest hat. Oder das ist einfach sein Revier und der jagt hier, weil er stand da vorne auf dem Felsen. Ja. Und der guckt sich an und sagt, wer sind diese zwei Europäer? Was haben die hier zu suchen? Wir sollen hier abhauen, ne? Wir sind in 14 Tagen weg, also nur kurzen Urlaub. Also ich finde die beiden echt ein witziges Team. Ich finde das super. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde das so super. Ist echt witzig. Servus, jetzt geht's weiter, Freunde. Wir sind jetzt hier oben. Die Mütze. Das ist der Beach. Hier ist das kleine Flüsschen. Wir sind hier oben wie in einem Wachturm. Oh, schau wieder. Durchfall, ich spiel's nicht. Wir haben die falsche Bäre jetzt schon drin. Ich muss mal kacken. Echt. Die Haut. Ich könnt euch auf eines freuen. Ich glaube, wird gut. Wird gut. Wir sind vorsichtig, wir sind umsichtig. Okay, wir können. Aber hier. Was sagst du denn zu hier? Ja, eigentlich super. Guck mal, wenig Mücken, viel Durchzug. Ah, ich sehe schon ein paar Mücken, aber. Hier viel Material, viel Moos, viel Zeug, Jägerbett hier hin. Leider wenig Naturdach. Was, ihr wollt hier oben bleiben? Ja. Ah. Aber dann bauen wir uns ein Dach. Ich muss kacken, Mann. Jetzt muss er kacken. Knossel, ich kack jetzt! Passt. Danke für die Info, gell, Schatz? Bitte kein Durchfall. Unverdaut. Grün. Ist einfach grün. Was? Komplett grün. Hat er es sich angeschaut? Hat er es sich angeschaut? Ja, sicher. Wir haben analysiert. Wir müssen uns dran gewöhnen. Wirklich. Wir haben es analysieren müssen. Wir müssen. Moment. Nein, wer ist so? Wir werden uns so intim kennenlernen. Ich sehe jetzt deinen Stuhlgang. Und ich habe noch nie deinen Stuhlgang gesehen. Und? Schatz, da liegt. Ist er da gelegen? Kann sein, ich will es nicht wissen. Er ist da gerade gelegen, ich hab's gesehen. Was spielst du? Film mich. Ist der Moment da. Du sollst ihn sehen. Ja. Ich bin bereit. Das, was hinter uns haben. Ja. Wirklich? Ja. Hose weg, runter. Na. Ich mach gleichzeitig. Okay? Wir machen gleichzeitig. Ich mach's jetzt. Na. Diese Aufnahme von unten nach schräg oben. Ich glaub, das ist jetzt die ist ein bisschen unvorteilhaft dann für die Größe. Ich sag jetzt schon mal vorweg, falls da verpixelt wird, ja, und es nicht viele Pixel braucht, dann hat das auch den Grund, dass die Perspektive. Das ist die Perspektive. Ja. Das ist erstens mal der Kamerawinkel und ich glaube, der Moment war von Knossi super gewählt, um zu sagen, als mir gerade nicht gut ging, hat er das gesehen. Ich habe einen sehr intimen Moment geteilt. Moment von mir geteilt an Knossi und Knossi dachte sich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt teile auch ich einen sehr intimen Moment mit dir und das schweißt uns zusammen und das schon nach einer Stunde, als wir angekommen sind und ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt auch gewesen. Also, so, und jetzt weißt du, fragen, Pauline, dein Statement dazu, was ich davon halte. Ich muss sagen, ich finde das super. Was? Ja, dass ihr das jetzt vorhabt. Ja. Ich finde das eine gute Idee. Ja? So, ja, das schweißt zusammen, das macht das alles lockerer. Was denn? Der Gürtel vom Knossel. Ich glaube, da haben sie was vergessen zu verpixeln. Ja, da kannst stolz auf dich sein, Knossel. Wenn ich nicht wüsste, wie er tatsächlich aussieht, würde ich tatsächlich in dem Moment denken, das ist er. Ist ein bisschen heller. So, schauen wir mal weiter. Okay. So, nächstes Mal mach's jetzt auch. Eins seid ihr bewusst, okay? Ich war gerade im kalten Meer. Demnach bitte deine Fair- oder Beurteilung. Ich beurteile gar nichts. Ich einfach das mal kurz gesehen habe und fertig. Machen gleichzeitig.
Sag mir, wenn du bereit bist. Eins, zwei, drei. Drei. Boah, ist der bei der Ich glaub's nicht, Schatz, ich glaub's nicht. Bist du gar nicht beschnitten? Beschnitten? Fragt er mich einfach, bist du gar nicht beschnitten? Ey, jetzt bist du mit dem Knossel, stell dich vor, vor einer Stunde draußen. Eine der ersten Fragen, die er an dich hatte, einfach mal, bist du gar nicht beschnitten? Weil man vielleicht seinen besten Freund so nach ein paar Jahren mal fragt. Ich kann das nur ist sagen, so witzig, oder? Ja, ich finde es einfach, ey, vorher die Szene noch. Es ist so herrlich. Aber ich muss sagen, sie haben sehr fair verpickt. Großzügig. Nein, fair. Großzügig war jetzt das falsche Wort, du Trottel. Voll Trottel. Fair. Großzügig. Aber oh, jetzt ist es kalt. Bei mir auch. Will ich auch sagen. Alter, hast du die Hände gerade mit der... Es wird ja immer schlimmer. Ja. Kurz mal dran riechen. Und ich freue mich. Jetzt gehen wir mal kurz fünf Dinger zurück. Fünf da. Und dann die Hand bei mir. Dann zusammen. Und dann what the fuck. Okay, jetzt reicht's. Okay, jetzt kann die Woche kommen. Okay. Zwei Wochen. Alles gesehen. Danke. Stuhlgang. Zipfel. Aua. Jetzt müssen wir nach. Jetzt muss losgehen. So. Da ist ein kleiner Pfiff. So witzig, Roger. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte echt Tränen in die Augen. Wirklich. Und ja, jetzt muss losgehen. Also einfach so straight raus. Okay, so, wir haben alles gesehen. Und sofort. Bei Knossi ist es so, der switcht sofort um und sagt, jetzt können zwei Wochen losgehen. Und er denkt in dieser Sekunde nie wieder an das. Er ist sofort wieder im Modus. Zack. Ja. So, da ist ein kleiner Krebs. Können wir den essen? Ja, nein. So das richtig, so als wäre das für ihn ganz normaler Alltag. Und willst du nur irgendwas zu den Szenen loswerden? Willst du uns da noch was erzählen? Wie war so dein Eindruck? Das meinst du? Wie war also, das Gefühl? Mein war das, Eindruck. War das unangenehm? Oder? Kurz vorher... Erst einmal sehr, sehr sexuelle Folge. Tatsächlich, dachte ich mir nicht. Ja? Vom Gefühl her war das sehr clever, das zu machen. Knossi und ich, wir verstehen uns seit Panama sehr, sehr gut. Telefonieren auch oft, quatschen oft, sind sofort immer auf einer Wellenlänge, wenn wir uns sehen, schaukeln uns gegenseitig hoch, bauen nur Blödsinn und wir lieben es. Mhm. Auf der anderen Seite sind wir jetzt trotzdem nicht schon seit 15 Jahren engste Freunde, die sich in- und auswendig kennen. Das so zu machen, dass man sich gleich die intimsten Sachen präsentiert und zeigt, wenn man weiß, man hängt jetzt zwei Wochen aufeinander, finde ich tatsächlich einen schlauen Move. Finde ich wirklich clever, weil so einfach dieses Gefühl, genau, in dem Moment, in dem Moment ist wirklich das Gefühl dieser... Bisschen so dieser... Die Hemmung ist dann nicht mehr so... Dieser Respekt, den man so hat. Ja. Den man einfach hat. Ja. Der ist plötzlich... Der ist immer noch da, aber er ist auf einer viel freundschaftlichen Ebene. Das ist wie, wenn man in einer Beziehung ist, so die ersten Wochen sind halt nur so... Also es wird halt dann irgendwie so... Intimer. Es wird eine intimere Freundschaft. Man fühlt sich einfach viel geborgener und viel... Ja, ob ich mich jetzt geborgener fühle, seitdem ich Knossels Zipfel gesehen habe, keine Ahnung, fühle ich mich nicht geborgener. Nein, aber du weißt doch, was ich meine. Aber, weißt was du meinst. Ja, wie war jetzt die Situation? Nein, geborgener ist falsch, komplett falsch. Ja, nicht geborgener. Also, ich meine halt, ist so ein Blödsinn. Das ist ein völliger Scheiß. Geborgener. Wieso? Vertrauter. Vertrauter. Genau, das ist es. Danke. Das ist super, danke, Chat. Was ich jetzt zum sagen wollte, zum Eindruck, also... Erstmal Entschuldigung, Knossel, weil vorher... habe ich das vielleicht noch berührt und dann sind wir oben so zusammen aus Spaß, weil wir wollten uns ja völlig du präsentieren. Wolltest es, gell? Völlig präsentieren. Aber mein Eindruck war ein sehr durchwachsener. Okay. Das ist natürlich Knossis Privatbereich, den will ich jetzt damit auch nicht beschreiben. Aber wie war das aber Gefühl? War ich das will so sagen, befreit? Er war, war das durchwachsen. Im ersten Moment. Aufgeregt? War ich aufgeregt. Im zweiten Moment schockiert. Und im dritten Moment kam dann dieser Spaß. Die Erleichterung. Die Erleichterung.
So, ja, Baby, wir verstehen uns. So, ja, jetzt haben wir nichts mehr voneinander zu verstecken. Wir können jetzt immer nackt baden gehen, duschen gehen. Wir fühlen uns jetzt so, als wäre keine Kamera dabei. Wir leben jetzt genauso, wie wir es machen würden ohne Kamera und ziehen einfach unser Ding durch und haben Spaß an der ganzen Sache. Das ist schön. Das vergesse ich nie. Also du hast es noch richtig so vor Augen. Ich kann das jetzt aufzeichnen. Schatz. Ich kann das jetzt aufzeichnen und kann da genau sagen, das ist... Also wenn da jetzt 10 stehen würden, du wüsstest. Wenn da jetzt 100.000 stehen würden, könnte ich sagen, das ist Knossi. Ja, wirklich, wirklich. So, bitte wechseln wir so, das Thema. Ich glaube, jetzt habe ich euch... Wir wechseln jetzt das Thema. Aber super, ich finde, also das war bis jetzt meine Lieblingsszene, wirklich. Ja. Ich fand es, als Reese ins Wasser gefallen ist, mega witzig. Ja, und, aber ich finde das top, wirklich, bis jetzt alles. Das ist schon sehr legendär. Ich bin gespannt, ob da noch was mithalten kann. Das war ein sehr legendärer Moment in Staffel 3 bis jetzt, ja, muss ich sagen. Das werde ich auch nie wieder vergessen. Wir haben schon erkundet, unser Schamgefühl haben wir damit eben auch bereits jetzt. Komm, wie die Krebse mich angucken. Komm, ja. Schamgefühl ist weg. Das ist weg. Das ist jetzt weg. Jetzt müssen wir Shelter bauen, es wird finster, echt. Let's go. Der Themenwechsel direkt. Ja, also zusammengefasst, es war ein sehr prägendes Erlebnis. Und ich bin echt schon auf die Reaktionen auch der anderen Teilnehmer und auf eure Reaktionen gespannt. Ich sehe es ja, der Chat ist schon im Eskalieren und ich glaube, in den Kommentaren wird es dann auch richtig reinschallern. Und dann würde ich sagen, nutze ich diesen Moment gleich, nämlich wenn ihr auch so einen definierten Körper haben wollt, wie Knossi oder wie ich, wo von 10 bis zum Kopf alles in perfekter Proportion steht, dann schaut jetzt bei Process vorbei, bei Europas Marktführer für Sportnahrung und holt euch die meiner Meinung nach besten Supplements zum besten Preis. Ich habe euch sie unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich kann euch sagen, es wurde nichts großzügig verpixelt, es wurde so verpixelt, wie es verpixelt gehört. Und vergesst nicht, Sascha 10 regelt, Paulina 10 könnt ihr natürlich auch gerne benutzen. Und in diesem Sinne sage ich nochmal, vielen Dank für euren Support, schaut vorbei. Der Fitness-Lifestyle wird erleichtert und ihr werdet so auch sehr schön schlafen. Bald so auszusehen wie Knossi oder ich. In diesem Sinne, Dankeschön. Ich glaube, mit dieser Produktplatzierung sind wir auf alle Fälle jetzt mal für den Dezember, was die Heizkosten betrifft, durch. Ich habe es mindestens genauso gut gemacht wie Fritz Meinecke mit Quaro-Werbung. Kann man das so sagen? Ja, es war super. Es war super. Aber tatsächlich gibt es zurzeit viele Gratisprodukte. Viele Beschreibungen also jetzt auschecken. Richtig. Mario. So, einige Stunden später. Wir sind gerne bei unserem Spot angekommen. Scouting haben wir jetzt beendet, es hat sich aber gelohnt. Wir haben sehr viel Zeit verbraucht, aber es hat sich wirklich gelohnt. Wir wissen jetzt ein bisschen, wo ein See ist. Wir haben einen sehr langen Weg genommen und haben dann einen viel, viel kürzeren Weg zurückgefunden. Genau. Haben Birken gefunden. Ja. Bären. Bisschen Müll. Also Beeren mit Doppel-E. Sieht schlecht aus. Ja. Stehen da ein paar am See rum, aber nicht nennenswert. Und alles andere sieht auch schlecht aus. Pilze, auch gar nichts. Alles vermodert, alles kacke. Wir haben hier wunderbares Wasser. Seht ihr, wie gelb das ist? Ja. Schön, oder? Kennen wir aber schon. Das Waldwasser ist halt so. Riecht zumindest aber nicht kacke. Tuch von meiner Freundin, sorry. Muss jetzt weg. Müssen wir auch Spannung machen? Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Stoff, weil wir müssen die ganzen Schwebstoffe so jetzt. Viel, ja? Nein. Was, die filtern die ist einfach nur so? So viel, ja? So, ja, vielleicht so? Ja, vielleicht. Na. Zusätzlich noch nicht. Aha. Das reicht ja schon, ne? Ja. Ist clever. Zack. Ach so, die haben einen Wasserfilter mit. Okay. Stellen wir das hier drüber. Check. Und hoffen, dass es einigermaßen durchlässig ist. Schau. Ja! Jetzt bin ich echt ein bisschen rot geworden, so ehrlich. Diese Szene. Ah ja! Das ist doch geil. Weil sonst setzt sich unser Filter zu schnell zu. Und deswegen direkt mal vorfiltern. Viel mehr Wasser. Ja. Hast du auch so doll Durst wie ich schon, Alter? Alter, hör auf. Ja, 2 Stunden, 3 Stunden durch den Wald gelatscht. Ja. So, 1 Liter gefiltert. Hier, es ist immer noch gelb, das Wasser, aber wird schon, ne? Passt dann damit aber auch gut zum Deckel. Ja, was ist denn das für ein Tuch seiner Freundin? Wo hat er das her? Das frage ich mir nicht auch gerade. Wo ist das Tuch seiner Freundin hergezaubert? Das war doch nicht in der Flasche. Habt ihr einen Schal mit haben dürfen? Na? Ah, so ein Tuch. Ja, das war ja richtig groß. Halstuch. Ja. Hat man mit haben dürfen. Ah, dann hat er einen Schal mitgenommen. Ah, da deshalb, ein Stück rausgeschnitten. Ja. Ah. Teams jetzt abkochen müssen. Alter. Ist aber safe. Ganz schön gierig. Ich hab richtig Durst, ne? Mhm.
Wir bauen jetzt erstmal nur irgendwas, wo wir halbwegs ordentlich drauf pennen können, legen uns da drauf. Und morgen, wenn wir den ganzen Tag Zeit haben, richtig, geht's dann in den Shelterbau. Ja. Und je nachdem, wie die Flut steht, oh Alter, das halt hier richtig aus der Flasche raus. Und je nachdem, wie die Flut steht, geht's dann hier an der Küste auch ins Angeln rein. Ja, weil wir fühlen es gar nicht im Wald irgendwie. Nee. Mhm. Also, da hinten, da ist es so trostlos, du kannst gar nicht weit gucken, weil hier alles so dicht ist. Das wird uns so auf dem Gemüt schlagen, das ist uns zu risky, dass wir da durch rausgehen. Wir wollen. Ja, ich finde, die haben auch nicht so einen leichten Spot. Ja, ich finde den Spot auch sehr schwer von den beiden. Sehr, sehr schwer. Ja. Haben, ja. Das ist geil hier. Ja, aber wir müssen wirklich aufpassen, weil das Wasser steigt extrem hoch hier. Und deswegen müssen wir ein bisschen weiter nach da bauen. Wir machen uns den Weg frei, dass wir nach draußen sehen können, das ist ganz wichtig. Als nächstes bauen wir quasi die Säge auch. Genau. Schnitzen das stecken das Messer zusammen. Tag 1 ist krank, Leute. Es gibt so viel zu tun, deswegen müssen wir direkt weitermachen. Warte mal den. Also, wir haben hier gerade mal ein bisschen rumprobiert. Keine Ahnung, so 5 bis 10 Minuten. Und wir haben uns dazu entschieden, tatsächlich einfach eine Fläche zu roden. Wir haben hier hinten super viel geiles Baumaterial. Wir sind hier erhöht. Wir haben trotzdem einen Blick auf den Ozean. Ja, krass. Und diese ganzen Sträucher, die ihr gesehen habt. Also der Blick war ja fantastisch. Das ist richtig cool. Schneiden wir jetzt einfach weg. Und man sieht ganz gut, vorher sah das halt alles so aus. Und wir machen uns jetzt hier erstmal eine schöne Fläche, um dann hier eventuell ein Lager aufzubauen, vielleicht sogar die erste Nacht zu verbringen. Mhm. Also wir haben tatsächlich keine andere Wahl, weil es gibt nirgendwo irgendwie einen richtigen Platz. Und wir müssen uns tatsächlich jetzt wirklich einen erschaffen. Und ich bin tatsächlich extrem froh, dass wir eine Säge haben. Dass wir eine fertige Säge haben, zusammengeschraubt. Let's go. Ohne hier irgendwas zu basteln zu müssen, sondern der Griffrand fertig. Reingeschraubt, große lange Säge. Ah, das hatten die mit. Krass. Einfach eine Mutter. Handschuhrand fertig. So, nur mal kurz. Sorry für. Das ist jetzt der Ausblick. Boah. Ah, da ist er. Ist halt schon. Und da ganz hinten, da kommen wir her. Gut. Geh mal ein Stück zurück, damit man das mal sieht. Ja, ist halt faktisch. Es sieht halt krank aus, ne? Was man noch dazu sagen muss, ist krass, der ganze Boden hier unten ist Humus, ne? Es ist wirklich richtige Erde, aber der ist klitschnass. Ja. Weil hier natürlich immer Feuchtigkeit drin hängt, auch der Nebel vom Meer zieht hier rein. Also da müssen wir echt gucken, dass wir dann auch was bauen, wo wir vom Boden wegkommen. Aber wir müssen uns überhaupt erstmal eine Fläche schaffen, wo wir überhaupt mal existieren können. Das ist krass. Ja, wo man einfach mal eine Tasche hinlegen kann und sie wiederfindet. Ja. So, wir müssen jetzt hier rein. Haben wir Loch gebuddelt. Das Ding kommt da jetzt rein. Dann kommt da der Sand wieder drauf. Aber richtig hoch. Und dann hoffen wir, dass das hält. Dann befestigen wir es noch daran und daran. Und dann müssen wir halt hier noch ein paar. Ja, die haben einfach schon ein Grundgerüst gehabt. Das ist perfekt. Das ist cool. Es ist ein bisschen so wie bei mir in Panama. Ich hatte auch schon so dieses Grundgerüst, die zwei Baumstämme. Ja, die Strandhütte. Ins Bett. Aber es wird. Nimmt Form. Da habe ich es auch genauso gebaut. Auch zwei quer und alle längs und dann so ein Schrägdach drüber. Ja, genau. Das war ja so ein liebes Shelter. Achso, die haben leider sehr viel Zeit verschwendet. Nein, nicht verschwendet. What the fuck? Wieso nicht? Weil es einen Weg wissen, wie er nicht geht. Und wir haben die ganze Zeit wieder gewonnen. Wir haben so viel Fahnen, so viel Band gefunden, eine Isomatte. Ja, das stimmt. Ofen haben wir gefunden. Ja, das stimmt. Das ist schon recht. Also wir können hier einen sehr coolen Shelter bauen, definitiv. Mhm. Aber das ist halt immer, du hast halt genau hier diese Baumstämme, das war ja genau das Problem, Freunde, als wir damals auf Panama waren, da waren eben genau diese Baumstämme, die habe ich auch genutzt, diese als Grundschelter, die eben da liegen, die kannst du nicht schleppen und genau so weit kommt aber die Flut. Jetzt kannst du einfach hoffen, dass nicht Vollmond ist, dass nicht... War der Vollmond? Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber auf alle Fälle kannst du es hoffen. Weil ansonsten kommt die Flut wieder bis daher und dein Shelter ist im Arsch. Und nachts da pennen, nie zu wissen, kommt nicht. Ich würde da nicht mehr pennen können, nach dem, was ich erlebt habe. Würde es so gut es geht, nicht machen. Aber weißt du, dass man das erkennen kann, ob Vollmond kommt oder nicht? Wie? Kannst du den Mond lesen? Ich kann den Mond lesen. Könntest du den Mond lesen? Was, wie? Ja, bei uns, ich glaube, das ist je nachdem, auf welchem Platz du auf der Erde bist, aber bei uns ist es so. Der Mond ist entweder so Halbkugel, gell? Ja. Oder so. Ja. Oder halt voll, dann ist ja eh logisch. Ja. Wenn das so ist, heißt es, er ist abnehmend. Das ist nämlich eine Eselsbrücke, da ist das A,
Das heißt, er ist abnehmend. Ein kleines A in Rechtschreibung. Genau. Und so ist er zunehmend. Wieso wegen einem Z? Na, das ist einfach nur das Gegenstück. A ist abnehmend. C ist zunehmend. Wie? Ja, aber dann passt's ja. Dann habe ich es eh richtig gesagt. Ja. Paulina hat recht. Ja, genau. Das ist dann voll praktisch. Hast du das nicht gewusst? So. Man kann dann immer auf den Mond schauen und dann weiß du hast mir schon 15 Mal gesagt, da habe ich es immer wieder vergessen. Das fällt aber an. Wirklich gut, Tipp. Danke, Schatz. Definitiv. So, Zwischenupdate. Du machst was in der Dachkonstruktion. Ich hole weiter Äste für Lattenrost. Treibholz ist ultra geil. Ist aber relativ schwer, wenn da noch Feuchtigkeit drin ist. Und das Durchsägen war hardcore. Also es ist wirklich sehr schwer. Aber dafür sind sie schon entastet und man muss sie nicht entasten. Vor- und Nachteile. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist viel mehr Vorteile. Mhm. Und normalerweise ist Treibholz nicht so schwer. Weil Treibholz ist eigentlich perfektes Brennholz auch. Weil es eben so trocken ist. Ja. Cool, dass das schon so in Größen rumliegt. Ja, mit ganz wenig Kraft. Flacher. Digga, das ist so krankhartes Holz. Das ist nur zu 20% nicht durchgesiegt. Oh. Geiles Geräusch. Hab's dir gesagt. Boah, mega. Haben wir so mit Physik das Ding durchgesiegt. Clever. Zu 20% haben es durchgesiegt. Macht. Ach so. Hab ich nicht gecheckt. Plane? Die Plane. Aber darf ich da jetzt wieder ein bisschen schlaumeierisch sein? Wenn du dich unsympathisch machen willst, gerne. Okay. Mein erster Gedanke ist halt da jetzt, der Wind. Und die Nässe und die Kälte, die kommen ja vom Meer. Jetzt pfeift die direkt da rein. Es wäre doch schlauer gewesen, das Dach hätten sie so gebaut und nicht so. Weil da pfeift sie jetzt richtig durch. Aha. Ja, das Argument, ja. Ich überleg grad. Der Ausblick. Der Ausblick ist wichtiger. Ja, aber du schläfst ja eh. Ja. Naja, schauen wir mal weiter. So Leute, Operation braunes Wasser. Tritt in Kraft. Ja, es ist klar, es hat keine Pigmente oder irgendwas drin. Es ist super cool. Ja, Chat, wo sie recht hat, hat sie recht. Braucht man nichts sagen. Mittlerweile hast du ja schon sehr viel Survival-Erfahrung. Ja, durch deine ganzen Trainings. Ja. Nein. Was willst du jetzt sagen? Denk halt mit. Na, Paulina, du bist da echt gut. Du bist da wirklich gut. In aller Bescheidenheit, Paulina kann in Situationen sehr, sehr clever arbeiten und denken. Bist super kreativ. Es stinkt noch nicht mal, es riecht nach nichts, es ist braun. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben jetzt zwei Mikroforte reingepackt, nicht eine halbe Stunde gewartet, sondern Es lässt sich ja leicht reden, so hier gemütlich, am Lexi Gymnastikball. Genau. Am Gymnastikball, da lässt es leicht reden. Ja. Stunde? Was ist? Ja! Was denn? Ja, riech mal dran und sag mir noch, was es riecht. Chlor. Das riecht so geisteskrank nach Chlor. Wenn da noch irgendwas lebt, dann keine Ahnung, was da los ist, ne? Ja, klar. Das ist. Aber das Gute ist, da schmeckt wie in Kanada eine Cola Zero. Ey, ich hatte wirklich Schiss vor diesem Wasser. Ja? Und jetzt, wo es so nach Chlor riecht, bin ich so glücklich gerade. Echt? Okay. Du nicht? Also, wer probiert zuerst? Wollen wir erstmal beide nur klein machen? Ich probiere jetzt gerne. Okay. Sind schon ein gutes Team, die zwei, gell? Ja. Entschuldigung, ist wahrscheinlich so. Also war gut, aber ja. Und? Gibt's dir das Kraft? Es gibt mir geisteskrank viel Kraft, Wasser ist Leben, Alter. Und? Nicht alles trinken. Boah, schmeckt halt wie ein Schwimmbad, ne? Ja. Warum haben wir zwei Tabletten reingemacht? Weil es 1,5 Liter sind. Das stimmt. Und das echt dreckiges Wasser ist. Ja. Scheiße, will ich mehr Wasser. Ja, ich auch. So. Romatra sieht echt ein bisschen aus wie Ned Flanders. Wer ist das? Von den Simpsons. Von dem Winkel her sah das echt einseitig. Ist es der Nachbar? Ja, der Gläubige. Ja, ich weiß schon. Ja, ein bisschen wie du. Der richtig. Vom Bart her? Ja, du hast jetzt auch einen Schnauzer. Das stimmt. Sehe ich auch aus wie Ned Flanders? Oder eher wie Siebam? Ja, natürlich. Langsam, aber sicher geht jetzt die Sonne unter. Und wir haben unser Scouting erledigt. Hanna und ich.
zumindest nicht erfolgreich. Nicht erfolgreich. Die haben keine Seen gefunden, aber das ist auch okay. Das Leben geht weiter. Der Spot unten ist ja ganz geil. Das heißt, wir werden jetzt da. Eher wie Sportacus, Duffman, 80-jähriger Pornostar. Mario! Super Mario, mit bisschen Testo, alles klar. Wie Sibam. Ah ja. Da unten reinlaufen und denke ich dann die Tage, das Shelter auf der rechten Seite Moos errichten, oder was sagst du? Ja, hätte ich auch gesagt. Auf jeden Fall. Ich finde, das machen wir gut. Oh, guck mal, wie klein du gerade aussiehst. Nice. Also ich finde echt, bis jetzt ergänzen sie alle Teams so gut. Ja. Wirklich. Ja. Sind wirklich. Nur Joey, glaube ich, ist ein bisschen mit Jan ein bisschen skeptisch. Ja. Boah, die Natursöhne schon ihr fettes Shelter hingekloppt haben hier. Ja, Natursöhne, also safe Villa einfach. Egal, Alter, wir sind 3 Kilometer gelaufen an Tag 1. Die sollen alle ihre Schnauze... Oh, ich hab doch richtig auf Krawall jetzt hier. Ja, oh, Schnauze, wir sind... Jetzt lassen wir die Aggressionen raus hier. Schuhe auch schon komplett nass. Jetzt ist einfach egal, Hanna. Zieh die Motorradschuhe an. Ich lieb's. Ja, hast du letztes gemeint, ja, ich glaub. Gell? Ja. Wahnsinn. Weil die hat sie immer an und deswegen meint sie, das ist gut für sie. Ja, aha. Ja. Das Mindset. Ja, und keine Blasen und sowas. Also sind schon schön eingelaufen? Eingelaufen, eingefahren. Ja, macht schon Sinn. Eingefahren. Also ich find's einfach voll geil. Spürst du es auch gerade? Spüren wir es beide nach dem fucking Tag hier. Wirklich, die ganze Zeit irgendwo, wir filmen ja auch nicht alles, ne? Aber man fällt einfach teilweise in so Schlitzen rein, Bein bleibt stecken, Schuh bleibt stecken. Man denkt sich so, was geht hier ab? Und jetzt einfach jetzt fühlt es sich gut an. Und genau deswegen macht man das, damit man weiß, man baut das Shelter an dem Ort, wo man sich heimisch fühlt. Und irgendwie, ich habe gerade einen Hoch. Aha, da drin sind die, ja, schau her. Coole Aufnahme. Aber die sind da reingelaufen, gell? Ja, ja. Sind da reingelaufen. Boah, ist schon weit, wenn du denkst. Und sind nass. Boah. Holz ist hier genau an diesem Spot extremst Arsch, habe ich das Gefühl. Okay, was ist mit denen da? Und diesen ganzen Bäumen hier. Lass die nehmen, Bro. Ich glaube, mit denen können wir was anfangen hier. Hier mit so einem. Für einen Tripod? Für einen Tripod, ja. Sägen wir ab. Okay. Der hier, Bro, ja? Hier der. Ja. Säg den mal nieder. Der und der daneben auch wahrscheinlich. Ja. Und das klingt so nice. Nochmal. Ja. Hinhören. Wundervoll. Hier, oder? Hä, was haben die jetzt vor? Das ist ein Mini. Wollen die da drunter schlafen? Na, was denn? Was wollen die machen? Ah, ich war schon wieder. Ups, ich hab mich jetzt wieder. Ja. Noch einen Tripod? Ja, ja. Querbalken? Ja, jetzt war schräg weg. Kurz aussitzen. Ja. Kurz aussitzen. Kennen wir alle. Das hier ist jetzt unsere zwei Tripods. mit dem ersten, mit dem hier, bin ich echt... Ah, ihr liebt die Schatz. Bin ich ziemlich zufrieden. Ich sag ehrlich, der hier ist nicht so ultra geil geworden, aber das hier ist eh jetzt eher nur so vorübergehend, dass wir heute einfach rüberkommen. Mega, zwei Tripods aufgebaut. Und dann versuchen wir morgen da hinten das zu erkunden und hoffen, dass da ein See ist, Bro. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, Dominik ist hier am Shelter dran. Bei mir ist aber ein ganz anderes Problem. Bei mir ist gerade... Alarmstufe braun ist bei mir gerade das Problem. Wenigstens nicht grün. Ja, wenigstens nicht Alarmstufe grün. Oder gelb. Ich muss, seit wir losgefahren sind, übelst scheißen, aber ich konnte nicht, als wir losgegangen sind. Und jetzt, ich sag mal, jetzt geht's halt los. Und ich glaube, es ist smart, wenn mein Körper frei ist von der Scheiße. Das stimmt natürlich. Befrei dich. Deswegen, Freunde, bauen wir uns jetzt aus meiner langen Unterhose ein kleines Klopapier. Gehe ich irgendwo dahin oder da im Wald, weiß ich noch. Ich habe irgendwie so ganz in meinen ganz grauen Zellen, ganz weit hinten, ja, irgendwie, jetzt wo er so Klopapier gesagt hat, so ein Klopapier-Song. Klopapier, Klopapier.
irgendein Klopapier. Ja. Von vor 1000 Jahren. War das nicht? Warte. Klopapier. War das nicht dieser eine YouTuber von damals? Hey Al, wie hat der geheißen? Alberto! Stimmt. Fly Uwe, ja fix. Saßen zwei Gestalten auf dem Donnerbalken und sie schrie nach Klopapier. Ja, genau. Eine Rolle Klopapier. Ja, das war's. Alberto, Legende, ey. Mit dem habe ich schon lange nichts mehr gesehen, glaube ich. Wahnsinn, YouTube-Legende. Witzig, dass du das jetzt einfällt. Richtiger Geistesblitz. Klopapier. Mann, dann machen wir's. Da wird losgeschissen. Und dann kam der Dritte. Setz dich in die Mitte. Und sie schrien nach Klopapier. Dankeschön. Lass mir noch ein bisschen Seil da, bevor du scheißen gehst. Ja. Lass ein bisschen Seil da, bevor du... Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich das nicht an Tag 1 machen muss. Hier wird's geschehen, Freunde. Donnerbalken. Hier wird's geschehen. Ach du Scheiße, Digga. Ich teile mit dem Internet jetzt, wie ich scheißen gehe. Bruder. Was geht ab? Alter. Die Perspektive ist aber schon echt witzig. Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige, der das gemacht hatte. Die Perspektive ist Traum. Das ist wirklich witzig. Traum. Das war ein richtiger Chunker. Ey, rest in peace an dem Bruder hier. Hä, aber das ist ja voll schlau. Er sitzt da am Baumstamm, als wäre es ein Klo, oder? Ja, ja, Donnerbalken-mäßig, ja. Wie? Man kann sich einen Donnerbalken bauen. Was ist Donnerbalken? Ja. Kennst du das nicht? Nein. Ja, das ist, du kannst zwei Tripods nehmen und eine Querstange auf Kniehöhe machen. Dann setzt dich drauf und hast du Klo. Und kackst runter, ja. Verarschst du mich gerade? Na, Schatz, das gibt's wirklich. Okay. Bro, das lief gut. Let's go. Puh, jetzt fühle ich mich viel besser. Das war super worth it. Alright. Ich hoffe, ich hatte Code Braun gefallen. Das war super perfekt. Wenn unser Spot sich morgen nicht verbessert, sage ich euch ehrlich, dann wird es auch der letzte Code Braun gewesen sein. So, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich mache Parkour und ich habe mir als Challenge gesetzt, schon bevor ich wusste, dass ich... Wie Joey da steht und ihn filmt, schau. Ah ja, oh, das ist lieb. So, mein Sohn, jetzt, ich film dich, ich hab dich drauf. Okay, play. Überhaupt hier reingehe, dass wenn ich es ins Format schaffe, ich probiere jeden Tag mindestens ein Salto zu machen. Jetzt habe ich noch die meiste Energie, das heißt, heute fällt es mir nicht schwer. Sehr, sehr schwere Schuhe allerdings. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und mache das Ganze da von der Klippe. Ist quasi der erste Klippensprung auch hier von dem Aufenthalt. Rückwärtssalto, einfach mal rein. What the fuck? Was? Das ist so gut. Wie so ein Vater, ja. Der nochmal seinen Sohn pushen will. Ja. What the fuck? Das ist mein Sohn, der zeigt euch was richtig Krasses jetzt. Ja. Okay. So süß. Das ist lieb, das ist echt lieb. Wenn wir schon beim Thema sind. Was? Jetzt aufpassen, ich muss dich auch was zeigen. Warte, Jan, jetzt, wenn du das siehst. Go! Achtung. Das war wirklich gut. Das war gut. Und jetzt, Wrestling-Move. Ja, gut so. Wollte ich einfach gezeigt haben, weil der Salto von mir auch nicht schlecht war. Super. Deswegen schaut gerne bei mir mal auf Insta vorbei. Passiert immer lustige Sachen. Teile immer sehr gerne Sachen auf Insta, das fühle ich sehr. Aber immer nur sehr gerne in die Storys, nicht so. Ich bin nicht so der Reels-Dude. Deswegen, ja. Und Fotos-Dude. Deswegen gerne vorbeischauen und die Storys nicht verpassen. Aber ja, Jan wäre stolz. Er hat es geteilt in seiner Story. Wirklich? Ja, war stolz. Und was hat er gesagt? Ja, da ist Potenzial da. Wow! Ja, deswegen wollte ich es ja jetzt zeigen. Das ist vom König. What the fuck? Das lacht er da. Das ist so cool. Wow. Backflip Nummer 1 von dem Aufenthalt. Check. Ja, sehr. Ja. What the fuck? Schlecht. Danke. Ja, nee. Der Support ist da. Ja, sehr. Geil. Und Jan, erste Tag. Wir haben gleich. What the fuck? Also, eine Stunde, eineinhalb ist dunkel. Ja.
Ich bin persönlich bin bereit für den ersten Schlaf. Wir haben sehr wenig geschlafen, auch in der Vorbereitung, bevor wir ausgesetzt wurden. Ich wäre gerade bei einem kleinen Mittagsschlaf schon fast eingepennt. Also ich vermute, die erste Nacht, die wird recht easy, weil wir sehr müde sind. Bisschen gejetlaggt noch. Und wir haben da schon einen Ort bereit erklärt oder bereit, noch nicht bereit gemacht, aber ausgewählt, wo wir heute die erste Nacht verbringen werden. Joey und ich, wir haben es gestern kennengelernt. Ich meine, ich kannte Joey natürlich aus dem Fernsehen, von sämtlichen Formaten, habe gehört, was er eh schon auch alles gemacht hat. Und ich glaube, wir kriegen die Zeit hier gut miteinander um. Und der erste Eindruck ist sehr, sehr gute Teamchemie hier zwischen uns. Ich hoffe, das kannst du bestätigen. Auf jeden Fall. Wir, jetzt sagen erstmal gar nichts. Wir lassen laufen. Ich freue mich sehr. Jan ist ein absolut dynamischer Spitzensport. Ich muss kurz was sagen, ich finde, man merkt, dass Jan richtig Respekt so vor Joey hat. Ja, also extrem. Und hofft, dass er das jetzt gepasst hat, dass er das gesagt hat und hofft, dass er jetzt auch ein bisschen was Positives kommt. Der hat richtig so Ehrfurcht ein bisschen. Ehrfurcht, ja, da schau, wie er hofft, dass er jetzt was Positives sagt. Ja, so gut. Spitzensportler hat er gesagt, oder? Ja, Spitzensportler. Sportler in das, was er tut, im Parcours. Und das verbindet. Ne? Ja. Menschen, die Sport machen, sind ausgeglichene Leute. Auf 14 geile Tage hier im Paradise. Come on! Yeah! Ist gut. Ihr nochmal! Cooles Team. Das sind Orcas. Was war ich da? Ach, Hilfe, so richtig. Wahnsinn. Und da oben haben wir vorher einen Wolf gehört. Und da drüben, glauben wir allerdings, ist dieser dunkle. What the fuck? Die Geräusche. Aber auf alle Fälle kurze Roomtour. Was haben wir jetzt gemacht? Zeig alles mal, sauber gemacht. Zeig mal unseren Schrank. Da schlafen wir, da haben wir unsere Seile und Teller und so. Da oben trocknet gerade mein Schlauchstall, den wir benutzt haben für Wasserfilter. Da ist die GoPro fixiert, da unsere Säge da hängt da oben. Hier alles entspannt, einfach die anderen wichtigen Sachen. Hier unser Schrank. Da, erster Kleiderhaken, oben machen wir nur diese Jacke dran. Hinten ist auch ein Kleiderhaken, auch nur die Regenjacke ran. Ist gut. Dann natürlich hier noch Handschuhe, Messer. Ja gut, normalerweise am Mann. Ja, ja. Ja. Und da haben wir unseren Kleiderschrank mit lauter kleinen Dingen. Alles, was wichtig ist. Auch hier Bärenspray, Feuerlöscher, hier das Erste-Hilfe-Kit, hier die Flasche beim Eingang direkt. Da ist gerade Mikropur drin und tipptopp. Also, super, ich sag mal wirklich? So, super. Alles da. So. Vorbereitungen laufen. Das Netz von unserem Freund wird ausgerollt. Ja, das ist wir versuchen jetzt echt noch einen Fisch zu fangen. Wir versuchen es wirklich. Wir haben das Glück, dass wir wirklich einen super Spot gefunden haben da. Ist extrem weich, wie ihr gesehen habt. Da haben wir jetzt noch ein bisschen angefangen, das weicher zu machen. Aber wir haben uns entschieden, es ist definitiv einfach drei so Dinger. Die weich genug für heute Nacht. Und wir wollen jetzt vielleicht sogar noch was fischen. So, dieses Netz geht ins Wasser, breitet sich aus. Wir schmeißen es da, wo kleine Fische sind. Die verheddern sich da drin, holen das Ding raus und es dürfte klappen. Und heute gibt es einfach noch so 30 kleine Fische zum Snacken. Wirklich, ich weiß es nicht. Na sicher. Ich weiß es nicht. Es wäre krass, aber wir haben gerade Wale gehört. Hinten. Alle kleinen Fische springen vorne. Es kann. Machen das jetzt. Wir gehen es machen das jetzt. Mit dem Camcorder. Oh, Camcorder. Fuck, Wölfe heulen. Das sind Wölfe. Yes. Oh mein Gott. Ja. Hörst du das? Das sind Wölfe! So ankacken. Das sind Wölfe! Scheiße. Das sind Wölfe! Scheiße. Krass! Ey, dieses Wolfsheulen. Ich hab in meinem Leben, ich hab noch nie Wolfsheulen gehört. Du? Noch nie in freier Natur. Noch nie? Bin so gespannt, ob das jetzt klappt. Wo siehst du sie? Kannst du mir sagen, wo du was siehst? Jo, da vorne überall springen die. Wo? Überall springen die raus. Das ist der erste Wurf, den wir jemals hier machen mit einem Angelnetz. Das ist der erste Wurf, ne?
Wirklich, es wäre... Oh, shit. Nur unten so. Ja, komm. Das hat geklappt. Komm, das hat geklappt. Cool. Mit dem Camcorder sind direkt zu 80er-Style, ja? Ja, ist cool. Rein, weil ich Angst habe, dass es hängen bleibt. Und dieses Wolfsgeheul, da muss ich schon was kurz dazu sagen, es ist unfassbar. Ihr könnt euch dieses Gefühl wirklich nur schwer, sehr schwer vorstellen. Also ich konnte es mir davor natürlich nicht vorstellen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid da ausgesetzt und ihr wisst, so wie es bei uns jetzt heute ist, die Sonne steht schon sehr tief am Horizont und du denkst dir dann so, okay, wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, dann ist es finster. Wir haben unsere Schlafsäcke ausgerollt und liegen am Boden. Und was hören wir dann plötzlich? Kurz bevor es finster wird, ein ganzes Rudel Wolfsgeheul. Paar hundert Meter von uns entfernt. Und du weißt, du schläfst heute da. Und es ist keine Fernsehshow, das ist echt. Und wenn die einen Hunger haben, weil schon ewig lang kein anderes Tier ist oder kein Mensch ist, im Rudel greifen die auch Elche und was weiß ich da, oder keine Ahnung was an. Gibt es so, kennen die so von diesen Discovery Channels, wie die irgendwas jagen, so ein Reh oder was. Also, wenn so die wirklich Hunger haben, du weißt es ja nicht. Natürlich, ansonsten wussten wir natürlich, ein Wolf tut dir, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht hoch. Aber wenn man halt selbst in dieser Situation dann ist, sagt sich das halt einfach nicht mehr so leicht. Ja. Ja, schon sehr, schon Gänsehaut, schon Gänsehaut. Ich würde mich so ankacken, wirklich. Okay, nix. Nix, aber klappt. Aber schön zu wissen, dass es klappt. Die Musik. Ich sehe sie springen. Oh mein Gott. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Der war gut. Bin weit rausgekommen. Was? Da ist ein Wolf. Wo ist ein Wolf? Da drüben, Mann! Hol das Messer raus! Hol das Messer raus! Da ist ein Wolf, Mann! Wo? Ja, direkt beim Strand, Bro! Da ist ein fucking Wolf! Fuck! Wo? Na! Da ist ein fucking Wolf! Fucking Wolf, genau da, wo wir pennen! Oh mein Gott! Ja, komm! Und das ist abgemagert aus! Das sieht schon abgemagert aus! Bro, da komm! Hol dieses Messer aus! Hey! Gott! Oh mein Gott! Seven versus Wild! Was für ein Ende! Das ist mal wieder ein Cliffhanger. Hä? Was für ein Cliffhanger. Das Orga-Team, das habt ihr sehr gut gemacht. Hol das Messer raus. Spoiler, beide tot. Ich sag's euch, in dem Moment, wenn du vorher schon Angst hattest, weil du wusstest, okay, du hörst ein Rudel heulen. Und dann siehst du den Wolf tatsächlich. Jetzt, wo ich so im Video sehe, könnte man sich denken, ja, ist ja wie so ein Hund. Aber es ist ja schon ein Hund, der frei läuft. Und der wild ist. Und der Hunger hat. Und das ist jetzt aber ein wilder Hund eigentlich. Egal. Was ich damit sagen will, ist einfach, das kann man nicht nachvollziehen, wenn man das jetzt so anschaut. Können wir meinen, er ist wie ein Hund. Aber wenn man selbst da draußen ist, weiß, man schläft am Boden, hört einen ganzen Rudel schreien und dann siehst du den wirklich. Du denkst dir, du hoffst ja, okay, vielleicht kommt der von irgendwo weg, der meidet uns, der riecht uns ja viel früher. Der wird doch niemals zu uns kommen, der hört uns und sieht uns ja. Dass der dann aber wirklich kommt und sich denkt, okay, ich zeige mich denen, weil es ist mein Revier. Der wusste ja, dass ihr da seid. Auch wenn der so einen aufmacht, ja, ist mir egal, dass ihr da seid. Warum kommt der? Warum ist es ihm egal? Warum geht der her, wenn er eigentlich scheu sein sollte und nicht daher kommt, wo wir sind? Deshalb macht er mir einfach Sorgen. Ich bin ja auch kein Experte. Und man kann es so schwer einschätzen. Ja. Da dachte ich, Knossi, hol das Messer raus. Wir wissen nicht, ob der jetzt Tollwut hat oder was weiß ich, was der hat. Warum kommt der zu uns? Wir tun ihn ja nicht. Was ist los? Dachte mir, wenn der jetzt lossprintet, ein Alpha-Tier checkt uns aus, andere kommen von der anderen Seite. Ich hatte da wirklich in meinem Kopf echt Sorge, dass jetzt was passiert, weil ich dachte, ist alles so, ja, gut, ich wusste schon, dass da echt Wölfe sein können, aber dass echt nach 2 Stunden schon einer zu sehen ist und du einen Rudel hörst, dachte ich mir halt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da 10, 20, 30, 40 Wölfe sind, wenn die sich schon nach einer Stunde zeigen, sind halt sehr, sehr hoch. Und wir schlafen da. Die setzen uns da aus. Ist halt schon, der Moment war halt schon sehr krass. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja? Stell dir mal vor, ja, kann ich nicht. Ja. Ich bin so gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Weil ich muss ja dazu sagen,
weil vorhin schon die Frage war, ob ich ein bisschen was weiß. Ich weiß ein paar Dinge, so ein paar so. Ein paar Dinge habe ich vorhin so natürlich erzählt. Daten, sag ich jetzt ja. mal. Aber natürlich nicht so im Detail. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie es da weitergeht. Keine Ahnung. Ich ja. bin so gespannt. Ja, wie der Chat hier schreibt, der Wolf, scheiße, da steht Sascha Huber. Naja, ich glaube, das war eher anders. Und ich sage euch hier, in Erzbund gibt es ein Wolf-Forschungszentrum. Da kann man zu den Wölfen ins Gehege. Bei einem Wolf spürst du, dass der der Chef ist. Kein Vergleich zu einem Hund. Ja, das glaube ich eben. Ist wie ein genau. Kampfhund, nur nicht abgerichtet. Komplett ja. unberechenbar. Ja. Ja, es ist. Genau so ist. Und dann im Rudel, es ist halt krass. Am und es Wolf. Passiert auch, ja. Egal, ich kann euch nur sagen, Freunde, es war, wollt ihr wissen, wie es mir da ging? Und ich sag's euch ja. ganz ehrlich, ich habe mir in die Hose geschissen. Ich habe mir echt gedacht, wenn, das, Druck, wenn du jetzt Druckfall wüsstest, käme. Wenn du jetzt wüsstest, oder Lia, Paulinas Freundin, Knossis Freundin, dass wir da jetzt, auch meine Freundin. Dass wir nach einer Stunde einen Wolf sehen und wir dann nur unseren Schlafsack am Boden liegen haben und Rudel hören und wir müssen da jetzt schlafen gehen, du würdest sagen, ey, holst den raus. So gesehen ist eh echt wieder gut, dass man nichts mitbekommt, ja. was ihr da so treibt. Ja, aber ich glaube, zusammengefasst, Freunde, kann man sagen, zweite Folge, Hose runter, Stuhlgang, Wolfsichtung, Rückwärtssalto. Es war wirklich es ist viel passiert, gesehen, viel ja. gesehen. Ich glaube, das ja. war eine sehr coole zweite Folge. Ich bin super happy. Ich finde, der Schnitt war wirklich auch so cool. Ich finde, jedes Paar hat sich bis jetzt, glaube ich, sehr sympathisch gezeigt. Ja. Cool Alle gezeigt. Richtig sympathisch. Und muss sagen, von mir 10 von 10 Folge. Und ja. ich kann euch nur sagen, das wir war... Wir freuen uns auf Mittwoch. Wir freuen uns auf alle Fälle Mittwoch. Donnerstag. Natürlich gehen wir wieder rein. Donnerstag, 18 Uhr. Wir sind wieder da für euch. Wir haben die Folgen noch nicht auf Freebie gesehen. Ja, und in diesem Sinne, passt auf euch auf. Weihnachtsgeschenke, wenn ihr was braucht, ja, um natürlich euch selbst vor allem zu beschenken oder jemanden, den ihr wollt, dass er trainiert, einen Freund oder wie auch immer, Process ist die richtige Adresse dafür. Marktführer für Sportnahrung, nicht umsonst, gerne da vorbeischauen. 25.000 Fitnessartikel warten da auf euch. Ich sag nochmal danke fürs Zuschauen. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.